Herzlich willkommen zu einer Sendung der etwas anderen Art. Herzlichen Dank in Ihrem Studio, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank und willkommen zu einer Sendung, in der wir heute 5 Frauen begrüßen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob einen das ängstigen muss oder nicht. Wir wollen heute unter anderem reden über Lebensbrüche. Und zwar auch mit einer Frau, deren Leben voll von solchen Brüchen ist. Brüche, über die sie dennoch sagt, genau das hat mich stark gemacht. Und sie sagt auch, schöner Satz, Leute, die länger als eine Viertelstunde jammern, gehen mir tierisch auf den Geist. Herzlich willkommen also der Frau, die sich hier bei uns in der Sendung mal mit dem Satz unsterblich gemacht hat, Männer braucht man nur für das eine, aber auch das können die meisten nicht. Ingrid van Bergen, freue mich sehr. Das wiederum passt zu einer Frau, die eine der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation ist. Kein Buch unter 500.000 Auflage und die gerade ihren neuen Roman vorgelegt hat mit dem schönen Titel Traumfrau mit Lackschäden. Manche Männer gehen, schreibt sie, manche Männer bleiben und man weiß nicht, was schlimmer ist. Herzlich willkommen also Amelie Fried. Freue mich sehr. Das wiederum passt sehr gut zu einer Frau, die mal gesagt hat, der 30. war grauenvoll, 40 war super, 50 war grauenvoll, 60 war okay. In der Tiefe ihrer Seele ist sie Schauspielerin, doch dann wurde sie mehr aus Versehen zur bekanntesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und wir hätten sie auch dann noch angehimmelt, wenn sie uns die Nachrichten auf Latein vorgelesen hätte. Herzlich willkommen also der Frau, die hier in der Sendung mal gesagt hat, also ich muss schon sagen, früher war ich ein ziemlich heißer Hase. Dagmar Berghoff, freue mich sehr. Ja, so war's. Ja. Ja, wenn es jemanden gibt, der schon sehr, sehr früh erkannt hat, was sich aus dem Klimawandel machen lässt, dann ist sie es. Hat sich sehr zügig freigemacht von überflüssigen Textilien und bediente den Boulevard so geschickt, dass aus den fehlenden Klamotten irgendwann eine Masche wurde, die sie längst zu einer wohlhabenden Frau gemacht hat. Ob ein solches Geschäftsmodell Überwindung kostet, das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen also der Frau, die auf die Frage, wer denn ihre 3 Traummänner seien, mal die schöne Antwort gab, Dieter Bohlen, Boris Becker und Lothar Matthäus. Michaela Schäfer. Ja. So war's. Ja, und wir freuen uns auf das Gespräch mit einer Ausnahmesportlerin. 3-mal hat sie bei den Paralympics Gold geholt, zig Weltrekorde gerissen und ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen dieses Landes. Dabei hätte sie in den dunkelsten Momenten ihres Lebens allen Grund gehabt, am Leben zu verzweifeln. Bei einem Motorradunfall in Griechenland wurde sie so schwer verletzt, dass sie querschnittgelähmt blieb. Das mit dem Gehen können Sie jetzt vergessen, hat ihr damals ein Arzt gesagt. Wie man nach einem solchen Satz wieder zurückfindet, das wird sie uns erzählen. Herzlich willkommen, Kirsten Bohn. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Abend nochmal. Frauenrunde zu Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft. Diese 3 Männer waren tatsächlich mal die Idole ihrer Jugend. Also waren. Dieter Bohlen, Boris Becker und Lothar Matthäus. Wie alt waren Sie und wie alt waren die anderen? Also ich war 20. Damals okay. War das wirklich, fand ich die 3 toll. Weil die, warum? Aber ich war immer neidisch auf Blondinen. Und immer wollten alle Männer Blondinen haben. Und ja. Ne, Dieter Bohlen mag ja irgendwie nur dunkelhaarige, Boris Becker und der Lothar. Habe ich gesagt, cool, die finde ich toll. Ah, jetzt verstehe ich. Nur aus dem Grund. Und dann habe ich aber von so vielen Leuten ja, nur so blöde Sachen gehört. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, jetzt finde ich die nicht mehr toll. Und jetzt habe ich 3 andere Männer. Jetzt gibt es 3 neue. Ja. Wen gibt's da? Ich sage aber nur 2, weil alles andere wäre, glaube ich, peinlich. Also Gerhard Schröder und Jogi Löw sind jetzt die 2 neuen. Und dann gibt es noch einen dritten, aber das sage ich nicht. Der dritte ist hier im Studio?
Ist Ihr Freund, der gerade hier ist? Nein. Nein, nein. Ich glaube, sie findet sie ganz gut. Nein, nein, nein. Doch. Hey. Verstehe. Okay. Können wir diese Sendung einfach noch mal anfangen? Der hat mich ja provoziert. Ja. Ich frage doch jetzt mal direkt in die Runde, wo wir darüber reden. Haben Sie Traummänner, Ingrid van Bergen, gehabt und aktuell? Also jeder Mann, den ich hatte, und das gab einige, war ein Traummann. Für einen beschränkten Zeitraum. Ja, aber ich wunderbar. Verstehe das. Sie waren alt. Reden wir von Minuten, Stunden oder doch Tagen? Naja, es waren doch schon Monate. Ich war ja mit einigen verheiratet. Ja, und es waren Traummänner. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt waren Sie Traummänner. Und heute haben Sie jemanden, von dem Sie sagen, das wäre eigentlich genau mein Fall? Nicht wirklich. Also ich will jetzt nicht in und die... Und wie Sie so angewidert gucken dabei. Ich will ja nicht in dieselbe Kerbe hauen. Aber also ich muss schon sagen, ich habe in meinem Kühlschrank einen Fernseher. In der Küche. Wo? Nochmal. Ja, nicht drin, sondern draußen an der Tür. Also auf dem Kühlschrank. Drin wäre für manche Sendungen besser. Okay. Aber er ist auch... Und da sehe ich fast jeden Tag wen? Markus Lanz. Das ist ja, da ging es ja drei satt und sonst wo überall. Ja. Also man kann ihn nicht mehr auskommen. Na komm. Ja. Nein, ich stalke sie heimlich, aber das ist ein anderes. Frau Berghoff, wie war es bei Ihnen mit 20? Prominente? Also ein bisschen später. Für mich waren immer Kevin Costner und Robert Redford die absoluten Typen. Auch Männer, die ich gesehen habe, wenn die denen ähnelten, fand Kevin Costner war mal hier in der Sendung. Beschreiben Sie mal die Faszination von Kevin Costner. Die Sensible, was dieser Mann hat. Der hat sowas Nachdenkliches. Das finde ich gar nicht. Das finde ich nur ja. Total. Doch, ja. Das ist ein Macho. Nein, nein. Wenn er guckt, der mit dem Wolf tanzt. Mein Gott, das war einfach. Aber Sie meinen nicht den Wolf, Sie meinen den Kevin. Kevin, Kevin. Ja, frag eine Mann. Aber Kevin Costner, ja? Und Robert Redford, beide. Ja. Sind ja ein bisschen ähnlich. Kevin Costner war mal hier. Der hat mich, da war ich auch kurz davor, mich zu verlieben. Der hat mich tierisch wirklich beeindruckt. Das ist ein ganz feiner Mensch erstmal. Und der hat so eine Präsenz, wenn der so den Raum betritt. Ja. Oh ja. Der schönste Mann, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und das sage ich über Männer nicht oft. Ehrlich, ich habe den mal in der Tour gesehen in Berlin irgendwo. Und war ein bisschen entsetzt, weil er nicht sehr groß ist. Aber der so ist nicht klein? Sehr groß? Nein, der ist nicht sehr groß, ein bisschen größer als ich. Ja, und ich mag eigentlich immer größere Männer. Also Kevin in größer, das wär's. Ja. Das wär's. Sind Sie, das heißt, Sie sind demzufolge bis heute traurig, dass Sie nicht der Wolf waren, der mit ihm da... Ich wollte es nicht so sagen, aber man könnte das schon irgendwie sagen und akzeptieren. Und heute, aktuell gibt es... Ach, da finde ich Liam Neeson gut. Liam Neeson, cooler Typ, ja. Das ist ein super Typ. Oder in Deutschland gibt es auch Stefan Jürgens oder... Matthias Brandt, finde ich unglaublich, also tolle Schauspieler sind das. Ja. Männertypen für mich nicht so, aber doch Stefan Jürgens schon. Stefan Jürgens, okay. Frau Brun, wie ist bei Ihnen? Oje, das ist natürlich... Wie war es mit 20? Fangen wir doch mal einfach, oder mit 14. Eher Dieter Bohlen oder Lothar Matthäus? Nee, wo das war der Winnetou. Wie Pierre Brice? Ja. Oh ja, schön. Mit diesen Haaren, die so schwarz waren, dass sie schon fast blau waren. Das hat mir immer gut gefallen. Aber nur auf dem Pferd. Auf dem Pferd? Ich meine, auf dem Pferd war er toll. Sonst weiß ich nicht. Das ist ein Satz für die Ewigkeit. Vielleicht für Ihren neuen Roman können wir kostenlos abgeben, Frau Fried. Winnetou, auf dem Pferd war er toll. Okay. Wissen Sie mehr, Frau van Bergen? Egal, wir reden gleich darüber. Ich habe mein erstes schwer verdientes Geld, habe ich wirklich auch für Boris Becker ausgegeben. Ich bin zum ATP-Finale nach Frankfurt gefahren, ja, das gestehe ich. Aber wegen des Tennis, nicht wegen Boris? Ja, auch wegen Boris, doch, ich fand ihn total. Frau Berghoff, Ihre schwierige Beziehung zum Tennis ist ja allgemein bekannt. Sie waren diejenige, die damals aus dem WTC-Turnier das WC-Turnier gemacht hat in den Nachrichten. Also bitte, müssen wir jetzt auch an der Stelle einfach noch mal... Wer ist heute? Wen finden Sie heute gut? Also ich fand diesen Alex O'Loughlin ganz toll. Ich weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen ist. Alexandra O'Loughlin. Das ist Michaela Hilf? Ich kenne ihn nicht. Kennt ihn jemand Sportler hier? Oder? Das ist ein Schauspieler, Moonlight.
Das ist so dieses Pendant zu diesen Vampir-Geschichten. Ah, Sie mögen eher so diese blassen, ausgemergelten Typen? Nicht, aber der war einfach toll. Ja. Ansonsten ist das eigentlich eher eine Romanfigur, mein Traummann. Ich verstehe. Frau Fried, ich kann Ihnen die Frage nicht ersparen. Mit 20 oder mit 14 haben Sie für wen geschwärmt? Das erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe einen total, wie soll ich sagen? Sagen Sie irgendwas, sagen Sie den Almöhi oder sowas? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder sagen Sie Günther Jauch? Damals war ich in echte Jungs verliebt, also nicht in so Idole. Ja. Aber dann kam eben George Clooney und dann war es um mich geschehen. Also immer der Clooney. Ja. Ich habe schon für den geschwärmt, da kannte den hier noch keinen Menschen. Aber da war der doch ganz dick früher in Emergency. So lange kannte ich ihn jetzt ganz nicht. Ganz dick, der hat abgenommen im Laufe der Jahre. Das ist mir und seitdem auch sieht er einigermaßen aus. Einigermaßen, der Mann ist dick oder dünn, wunderschön. Frau Fried, können wir kurz die Frage klären, seit wann kennen Sie George Clooney? Seit wann kennen Sie George Clooney? Sie scheinen ihn länger zu kennen als alle anderen. Nein, aber ich habe halt schon sehr früh Emergency Room gesehen und fand ihn halt schon toll, als dieser ganze Hype noch nicht so groß war. Ja. Jetzt finden ihn alle toll, jetzt ist es nicht mehr so spannend, das ist schon klar. Ja. Und außerdem interessiert er sich auch nicht sonderlich, glaube ich, für uns. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist er ja verlobt. Also, was war das für ein Satz? Können wir den noch mal ganz kurz? Was weiß denn jeder? Was Amelie gerade gesagt hat. Es gibt Gerüchte, dass er sich nicht sonderlich für Frauen interessieren soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Oh Mann. Diese Sendung läuft völlig aus dem Ruder, merken Sie das? Also, ich weiß es ja auch nicht. So gut kenne ich ihn dann auch wieder nicht. Ja. Aber die einen sagen so, die anderen so, aber die meisten sagen so. Die meisten sagen so. Ja. Verstehe. Was sagt denn Wilhelm Wieben? Der interessiert sich nicht für George Clooney. Ja. Der ist ihm zu glatt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Sendung weitermachen soll. Das wird mir jetzt den Rest der Sendung durch den Kopf gehen. Ja, Sie wollten ja unbedingt fünf Frauen einladen. Ja. Das war okay, ich mache das jetzt häufiger. Großer Spaß, ehrlich gesagt. Und früher waren das eher der erste Mann, in den Sie verliebt waren? Ja, das waren dann schon immer so gut aussehende Jungs. Und die haben sich immer als totale, Versager entpuppt. Weil Versager? Gut aussehende Männer. Auf welchem Gebiet Versager, Frau Fried? Gut aussehende Männer haben das Problem, dass sie immer dafür gelobt werden, dass sie so gut aussehen. Und dann versäumen sie gelegentlich, ihre anderen Fähigkeiten ein bisschen zu entwickeln. Und deswegen sind gut aussehende Männer, entschuldigen Sie, nehmen Sie es nicht persönlich. Was soll ich sagen? Also Sie ist mal ausgenommen, aber gut aussehende Männer sind manchmal langweilig. Ja. Sie haben mal den schönen Satz geschrieben, ich war abonniert auf die Typen, die ein Schild auf der Stirn trugen, auf dem stand, Achtung, ich bin ein narzisstisches Arschloch und tue alles, um dich unglücklich zu machen. Genau. So war es auch. Also genau auf diese Typen bin ich halt ziemlich lange immer reingefallen. Ja. Deswegen hatte ich auch permanent Liebeskummer. Ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, es ist irgendwie das falsche Beuteschema. Jetzt muss ich mal irgendwie versuchen, was anderes zu finden. Dass man sagt, es gibt ja also bei Männern diesen Spruch, dumm, F-Punkt, gut. Dumm? Was ich will das nicht aussprechen. Nein, einfach nur eine Umschreibung für dumm frühstückt gut. Dumm frühstückt gut. Aber ist das umgekehrt auch so? Ich meine, bei Männern auch, wenn sie dumm sind. Also wenn sie dumm sind, schön. Bin ich nicht mit ihnen ausgegangen, weil da habe ich mich dann sofort gelangweilt. Also ein bisschen Grips müssen sie dann schon haben. Abgesehen davon, dass es auch gar nicht stimmt. Ich habe genug Leute interviewt. Es stimmt gar nicht. Dumm, F-Punkt, nicht gut. Naja, ich habe sie interviewt. Was heißt denn interviewt? Naja, mal ein bisschen nachgefragt. Männer öffnen sich ja gerne. Was? Seit wann das denn? Ja, Frauen auch. Seit wann das denn? Ja, wie? Mein ganzes Leben lang habe ich Leute interviewt. Mich hat besonders natürlich ihr sexuelles Verhalten interessiert. So, jetzt geht's los. Auch wenn es mich nicht betraf. Welche Fragen stellen Sie dann? Aber mich alle.
Ich stelle alle Fragen. Aber Beispiel? Bei diesem Thema gibt doch niemand eine ehrliche Antwort. Da gibt keiner eine ehrliche Antwort. Bei dem Thema gibt doch nie irgendeiner eine ehrliche Antwort. Es geht ja schon. Aber auf welche Fragen? Denn dürfen wir mal die Fragen erfahren erstmal. Naja, die Zentimeter zum Beispiel. Die was? Über die wollen wir gar nicht reden. Über was? Die Zentimeter. Da sagen doch alle Frauen immer, dass das doch alles gar keine Rolle spielt. Ja, das ist eine Lüge. So, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, wir sollten Frau Schäfer, warum gucke ich Sie jetzt an? Ich weiß es nicht. Ich bin der gleichen Meinung. Das ist wirklich eine Lüge. Also eine ich Lüge. Habe auch schon Sex abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass das nicht gewisse Zentimeterzahl war. Was, als ich das was? Gemerkt habe, habe ich dann gesagt, du... Wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen oder was? Ich habe keine Lust mehr gehabt dann einfach. Als ich gemerkt habe beim Fühlen, Oh nee, bitte stopp jetzt! Frau Berghoff, können Sie mir helfen, diese Sendung wieder seriös zu kriegen? Wir fragen jetzt mal, was Ihr Frauentyp ist. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Um mich geht es heute überhaupt gar nicht. Im Übrigen finde ich ohnehin, dass es wirklich nur auf innere Werte ankommt. Da wären Sie der erste Mann. Haben Sie eine Röntgenaufnahme bei sich zu Hause hängen zu Ihrer Frau, oder? Ja, klar. Aber ist doch wirklich so. Wenn es um Liebe geht, geht es doch tatsächlich wirklich nicht nur um Aussehen, finde ich. Nicht nur. Aber Schönheit ist erstens was sehr Relatives. Ja, und zweitens ich auch. Natürlich etwas, was auch im Auge des Betrachters liegt. Aber lass uns jetzt nicht zu seriös werden in dieser Sendung. Das ist jetzt trotzdem auch nicht spielt es natürlich eine Rolle. Also jetzt wollen wir nicht irgendwie scheinheilig werden. Ja, wir reden gleich noch total. Also, Frau Berghoff, Sie haben Interviews gemacht, Frau Berghoff. Frau Berghoff? Ja, Frau Berghoff. Wir kennen uns lange und mögen uns. Okay. Ja, schon gut. Ein Lapsus Linguae. Ein Lapsus Linguae, was uns direkt wieder zum Thema bringt. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Sie meinen. Das ist gefährlich. Bei Lingue sind Sie wieder beim Thema? Ja, ja. Das finde ich auch scharf. Ja, ist gut, ne? Die Zunge. Wie war das denn? Das wollte ich fragen. Wie war das denn, also, als Sie jung waren, als Sie aufgewachsen sind? Wie war das, wenn man sich dann in einen jungen Mann verliebt hat und den gut fand und dem mitteilen wollte, pass auf, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Das war bereits, als ich das Abitur machte, mit einem Abiturienten auch, sind wir mit dem Fahrrad in den Wald gefahren. Das war das größte Desaster aller Zeiten. Der wusste nichts und konnte nicht. Ich auch nicht. Das ist also wirklich. Das war nur furchtbar. Ich glaube, ich habe jahrelang, er hatte einen Platten. Das Fahrrad hat er. Am Fahrrad. Und ich glaube, ich habe jahrelang keinen Mann mehr angesehen, weil es so eine Enttäuschung war. Ehrlich? Ja. Jetzt ernsthaft? Ja, ganz ernst. Aber ich fand es so enttäuschend. Nur meine Tochter hat das noch übertroffen. Eine meiner Töchter, die hat mal zugesehen, wie Vögel Liebe machen. Und nach 2 Sekunden war alles vorbei. Und da hat sie gesagt, war's das oder wie? So, ich habe gesagt, du kannst davon ausgehen, das war's. Aber es ist wirklich so, dass... Ja. Ja. So, wenn man jemanden kennenlernt, so einen jungen Menschen damals, in ihrer Zeit... Wie hat man das angestellt? Wie ist man sich da näher gekommen? Die Eltern müssen ja nichts wissen. Wissen Sie, die Jugend von heute, oder besser gesagt, kein WhatsApp, kein Facebook. Die Generationen heute haben ja keine Ahnung. Also, als ich in Betrieb genommen wurde, war ich 19. Hatte ich gerade das Abitur gemacht. Da war ich 19. Und damals gab es keine Verhütungsmittel, zumindest keine von denen wir wussten, keine Pille, gar nichts. Wir wollten aber alle nicht schwanger werden. Und ich erinnere mich nur, als es dann endlich mal losging, dass alle Frauen mir erzählt haben, dass sie immer nur gesagt haben, pass auf, bitte, pass auf, pass doch bitte auf. Hören Sie mal, das war kein Vergnügen. Wirklich nicht. Stress. Ja, das ist Stress. Heute leben die doch völlig unbefangen sexuell. Aber damals war das anders. Also ganz unbefangen?
Also ich glaube, dass die jungen Leute heute auch Angst vor AIDS haben, nach wie vor und zu Recht. Und das kommt ja erschwerend hinzu. Sich natürlich schützen müssen und sehr früh den Umgang beispielsweise mit Kondomen lernen müssen, was ja auch nicht angenehm ist, wenn man 16 ist und das erste Mal irgendwie vielleicht sich gerade probiert. Also ich finde nicht, dass die so sorglos leben konnten. Die einzige Generation, die wirklich sorglos gelebt hat, war unsere. Weil also es gab schon die Pille und noch kein AIDS, wenigstens für einige Jahre. Also wir hatten eine richtig gute Zeit. Ja, okay, aber das war jetzt nicht so verbreitet. Also das war ziemlich heilbar. Also, oh ja, ne? Ja, aber egal. Auf alle Fälle, heute hat man mehrere Möglichkeiten. Denn die gab es damals nicht wirklich. Welche? Sie meinen, um nicht schwanger zu werden, meinen Sie jetzt? Ja, und auch alle. Also es oder gibt um sich kennenzulernen. Es gibt die Pille, ich wollte jetzt vor allem auf das Kennenlernen hinaus. Wie erlebt Kirsten Brun das? Also gehen Sie eher auf Männer zu oder warten Sie? Nein. Nee. Sie warten, bis der auf Sie zukommt. Ja, das ist eher die Tendenz. Ja. Sehe ich auch so. Weil Sie auch die Jäger- und Sammler-Theorie für die glaubwürdigere halten? Man mag es nicht meinen, aber ich bin schüchtern. Und deswegen würde ich niemals die Initiative ergreifen oder so selbstverständlich und selbstbewusst daran gehen. Ist das etwas, das ich, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber Sie waren eben auch schon gemein zu mir, der George Clooney-Spruch, der kommt irgendwann wieder aufs Tablett. Wenn man einen Hauch älter wird, also so wie Sie, 26, 27, wird man dann selbstbewusster, auch als Frau, und geht dann eher mal hin und sagt, dich pflück ich heute Abend? Also ich war jetzt länger nicht in der Verlegenheit, weil ich ja 23 Jahre verheiratet bin und eigentlich sehr glücklich. Also insofern weiß ich jetzt nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt wieder Single wäre und müsste wieder auf die Pirsch gehen. Also das käme jetzt auf den Versuch an, das kann ich Ihnen jetzt schwer beantworten im Moment. Aber Sie hatten auch so mit 30 sowas wie Torschlusspanik, ne? Haben Sie mal erzählt. Oh ja. Total. Also ich hatte meinen 30. Geburtstag und das war ganz furchtbar, weil ich dachte, ich lerne nie den richtigen Mann kennen, ich werde nie Kinder haben, ich werde nie eine Familie haben. Das habe ich mir sehr gewünscht und es sah gar nicht gut aus, weil, wie gesagt, ich war noch abonniert auf diese gut aussehenden Typen mit dem Schild auf der Stirn und so. Und irgendwann überraschend tauchte dann doch ein Mann auf, der eben ganz anders war, den ich zunächst auch gar nicht so richtig zur Kenntnis nahm. Was war das für eine Situation, wenn ich fragen darf? Oh Gott. Das waren Sie. Ganz oh Gott. Das ist nicht der Mann, der auftaucht, ne? Das ist Frau Fried. Die Frisur ist erstaunlich, ne? Ja, die Frisur, erstaunlich ist ein schönes Wort dafür, ja. Na gut, also ich traf diesen Mann bei einer Kulturpreisverleihung, wir wurden einander vorgestellt und er saß auf so einer Brüstung und guckte mich an und ich merkte, der hat irgendwie komplett steifen Nacken. Was ist denn los? Wieso guckt er so komisch? Dann redeten wir ein bisschen und dann guckte ich dem in die Augen und jetzt wirklich, Sie werden es kitschig finden, aber es war wirklich so. Ich habe dem in die Augen geguckt und eine Stimme in mir sagte, ach guck mal, das ist ja der Typ, den du heiraten wirst. Ehrlich? Es sprach sozusagen in mir. Ich wusste es einfach. Und er sprach gar nicht mein Beuteschema. Also er war eben nicht groß und so ein Schönling, sondern er ist ein gut aussehender Mann. Aber er war eben nicht so einer für den allerersten Blick. Er trug auch ein seltsam gemustertes Sakko. Das hatte er bei seiner Ex-Schwiegermutter ins B sozusagen aus dem Polen-Paket geholt. Und trug das jetzt auf. Und er hatte auch einen sehr seltsamen Haarschnitt. Also so wie Werner Lorand ungefähr, müssen Sie sich den vorstellen. Also nur den Haarschnitt. Also er war überhaupt nicht mein Typ. Aber diese Augen waren so, dass ich wusste, ja, den heirate ich jetzt. War da eben ein Foto? Weil Sie mal da war eben ein Foto zu sehen. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Mann auf jeden Fall. So ein männlicher Typ einfach schlicht und ergreifend. Das heißt, die Geschichte hört man ja öfter. Ne? Deswegen finde ich das auch gar nicht kitschig, dass gerade Frauen da wirklich ihrer Intuition folgen und sagen, das ist er. Und den heirate ich auch. Mhm. Und das ziehen die dann noch durch. Das wusste ich einfach. Dann bin ich erst mal auf eine Party gegangen. Ja. Ich dachte, jetzt habe ich ihn ja gefunden. Jetzt gehe ich mich noch ein bisschen amüsieren, bevor ich ihn dann heirate. Irre. Ja. Und haben dann auch, also wusste er schon sofort, dass Sie ihn auch heiraten wollen? Er wusste das auch. Also er kannte mich irgendwie aus dem Fernsehen und er stritt immer mit seinem Vater über mich. Also sein Vater, der eher so konservativ war, der hasste mich wie die Pest und sagte, diese Frau ist so schlimm. Es gibt nur zwei, die noch schlimmer sind. Das ist Jutta Ditfurth und Ulrike Meinhof. Das ist ja mal ein Kompliment. Ja, das waren tolle Voraussetzungen, um dann sozusagen den Sohn zu heiraten. In welcher Beziehung stehen Sie heute zu Ihrem Schwiegervater? Der lebt leider nicht mehr, der ist vor einigen Jahren gestorben. Aber bei dieser ersten Begegnung, als ich dann sozusagen offiziell als Verlobte da eingeführt wurde, ich war ja schon schwanger, irgendwann musste mein Mann mich ja dann mal zu Hause vorstellen. Ja. Da war es dann komischerweise wirklich so, dass wir uns gesehen haben, mein Schwiegervater und ich, und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wir mochten uns total, wir waren uns sehr ähnlich, wir hatten so eine ähnlich direkte
direkte Art irgendwie. Und es war wirklich so, dass wir uns sehr, sehr gerne hatten. Und ja, also insofern hat das dann auch ganz schnell vergessen, dass ich so schrecklich bin. Aber das ist eine schöne Geschichte, ne? wenn man das dann so weit... Sie sagten es eben schon, ich habe es aber leider verdrängt. Wie lange sind Sie jetzt verheiratet? 23 Jahre. Wahnsinn. Ich finde es auch Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, viele, die mich so von früher kennen, finden es auch total wahnsinnig, weil alle gedacht haben, das wird nie was mit der und den Männern. Ja, aber es ist schön, ohne Wenn und Aber. Sie haben sich mit Haut und Haaren beide aufeinander eingelassen. Ne? Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Dagmar Berghoff wiederum hat den Mann fürs Leben erst relativ spät kennengelernt. Ja. Ne? Ja. Wussten Sie damals auch, schlug da auch so der Blitz ein? Nee, wir sollten verkuppelt werden von Freunden. Und waren also zum Essen unterwegs und er hatte damals eine Freundin. Mhm. Ich fand ihn schon nett. So, aber gut, er hatte eine Freundin und aber Moment mal, Sie sollten mit dem verkuppelt werden, ja. Aber der hatte eine Freundin. Ja. Ja, war das eine Frau, die das eingefädelt hat? Das waren Freunde von mir und von ihm. Und die wussten gar nicht. Das heißt, die konnten seine Freundin nicht leiden? Die haben sie nicht mit eingeladen. Er hat ja gefragt, ob er sie mitbringen kann. Das hat reiß. Nein, die haben sie nicht mit eingeladen. Nein, wir möchten, dass wir mal zu vier zugehen. Natürlich. Und dann, aber zwei Jahre später haben sie es noch mal probiert. Und ab dem Tag, als wir uns da gesehen haben, waren wir zusammen. Ab dem Tag. Und ab dem Essen. Ab da haben wir uns jeden zweiten Tag erst getroffen. Dann bin ich bald zu ihm gezogen. Dann haben wir schnell geheiratet. Er wusste das auch schnell, ich auch. Das ging dann ganz, ganz schnell. Was hat denn diese Freundin so sicher gemacht, dass das ein Volltreffer war? Ja, irgendwie sagte der uns da verkuppelt hat, die Schwingungen zwischen euch, die waren da. Und die waren auch beim ersten Mal da. Heißt? Aber da, ja, da war so ein sich sehen, sich sehr sympathisch finden. Wobei das Schreckliche war, beim ersten Mal, da hatte er mir von seinem Essen auf seiner Gabel so ein bisschen hingehalten. Ich kannte den ja gar nicht. Und ich habe den genommen. Das war mir so peinlich. Und schon deshalb hatte ich wahrscheinlich so ein bisschen... Weiß nicht, hatten Sie seine Mundflora schon mal kennengelernt? Muss ja nicht das Schlechteste sein. Nein, aber es ging dann wirklich richtig schnell. Nach zwei Monaten hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und wir wussten, dass wir zusammenbleiben. Ging dann schnell auch. Mhm. Was würden Sie sagen, war denn die herausragende Qualität dieses Mannes? War es die Optik, war es die Art, war es sein Charakter, war es das, was er Geistreiches gesagt hat? Das war, glaube ich, die Art. Er hat eine ruhige Art, aber er hat so einen Humor, so einen englischen, britischen Humor, der mir sehr gut gefiel. Und ehrlich gesagt, ich habe ihn dann auch einmal gesehen als Arzt, als Chefarzt im weißen Kittel. Da bin ich ja fast ohnmächtig geworden. Ich sehe diesen Halbgott in weiß. George Clooney, da war er wieder. Naja, ja. Aber meiner sah dann schon besser aus im weißen Kittel. Das ist jetzt schwer vorstellbar. Fast nicht möglich, ne? Wenn man das Glück hat, wie bei Ihnen, Amelie, da finden sich Pott und Deckel. Ja. Das kann man gar nicht genau erklären. Das ist einfach so. Die passen und, so gut zusammen, ergänzen sich. Und ja. Und was überwiegt denn dann? Die Freude, dass man jetzt sozusagen den Pott oder den Deckel gefunden hat, der wirklich zu einem passt? Oder eher die Trauer darüber? Sie waren 48, ne? 47. Ja. Dass man den erst so spät getroffen hat? Nein, die Freude, dass man ihn gefunden hat. Also ich meine, man hat ja vorher auch gelebt irgendwie. Nur es war eben nicht der richtig Richtige dabei. Ja, gelebt irgendwie ist auch schön. Es gab schon einige, die ich auch natürlich super fand und toll fand. Oder die, von denen ich wegging oder so. Ich habe ja nicht gelebt wie eine Jungfrau in diesen 47 Jahren. Aber dann war plötzlich der Richtige da. Ja, aber ich frage deswegen, weil damit ja auch klar war, Sie werden mit diesem Mann wahrscheinlich keine gemeinsamen Kinder mehr haben, zum Beispiel. Ja gut, dazu war ich zu alt, ja, okay. Gut, hätte ich diesen Mann eher kennengelernt, hätte ich sicher Kinder gehabt. Ganz sicher. Mhm. Drillinge, Zwillinge? Am liebsten Drillinge. Und zwar Mädchen. Der hätte ich Angela, Beatrice und Claudia genannt. Und dann hätte ich mal rufen können, ABC, kommt mal hier zum Essen. Ja. Das war so eine Vorstellung von mir, fand ich toll. Schmerzt Sie das gelegentlich, dass Sie keine eigenen Kinder jemals hatten? Nein. Nein, ich weiß nicht, wie es ist, Kinder zu haben. Ich sehe um mich herum junge Paare, mhm. die Kinder haben und ich komme gut mit Kindern klar, die auch mit mir. Aber wenn man es nicht hat, dann kann man sich natürlich mehr auf die Karriere werfen. Oder man tut es, weil man die Zeit dazu hat. Hätte ich Kinder gehabt, hätte ich ganz sicher sehr viel weniger beruflich gemacht, als ich es getan hatte. Ich hätte die Tagesschau gelesen. Aber nichts sonst. Keine Shows aus Paris oder keine Wunschkonzerte mit Marc Schautz. Gar nichts hätte ich. Auch Radio hätte ich nicht gemacht. Aber so, nein, es tut mir nicht leid.
Manchmal denke ich, na ja, wäre schon schön, aber nicht so, dass ich mich je als Frau nur definiert hätte darüber, dass ich ein Kind gehabt hätte. Mhm. War Ihnen sofort klar, Frau Fried, mit dem will ich jetzt auch Kinder haben? Ja, sofort. Also mein Mann behauptet auch, ich hätte bei unserem zweiten Treffen hätte ich ihn bereits gefragt, ob er mit mir eine Familie gründen will. Und zwar noch, bevor ich beim Kellner irgendwas bestellt hätte. Ja. Also das finden, glaube ich, ein kleiner Tipp am Rande, sachdienlicher Hinweis, das finden Männer total gut. Wenn Frauen beim zweiten Treffen gleich sagen, kannst du dir vorstellen, mit mir Kinder zu haben? Das war mir klar. Nur wissen Sie, Herr Lanz, ich war 31, ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Ich wollte mich nicht mehr mit Männern aufhalten, die sozusagen kein Interesse an diesem Thema zeigen. Ja, super. Frau Brun hat keine Kinder, ne? Michaela Schäfer will irgendwann Kinder? Natürlich. Ja, was heißt natürlich? Unbedingt. Zwei Stück auf jeden Fall. Ein eigenes und ein Adoptivkind. Weil zweimal halte ich ja diese Schwangerschaft nicht aus. Also ich bin wirklich, habe panische Angst vor Kinderkriegen. Also ich bin da wirklich ganz schlimm. Alle Leute sagen immer, bist doch verrückt, lässt du die Brüste viermal operieren und legst dich sonst wie oft unter das Messer und hast aber Angst vor der Geburt. Und ich habe aber wirklich Angst und sage aber, ein leibliches Kind muss sein. Und eins werde ich mir einfach adoptieren. Also wenn mir irgendjemand eins gibt. Ja. Das ist ja bei mir, ich brauche da einen ganz hochseriösen Mann, dass der das alles wieder ausgleicht. Könnte nach der Ansage schwierig werden mit so einer Adoption. Ja, in 10 Jahren. Ich habe ja noch Zeit. Ja, also ich nehme dann ist es immer zu spät. Das lässt das Adoptionsrecht dann auch immer nicht mehr zu. Müssen Sie ein bisschen Gas geben, Okay, also schon. Deswegen sind Sie heute in der Sendung. Hat sich der Besuch schon gelohnt, um diese Information zu kriegen. Frau Bohn, Sie wollen irgendwann Kinder? Sie wollen irgendwann Kinder? Nein. Nein. Das Thema ist. Weil das Ihre Gesundheit nicht mehr zulässt? Oder? Doch, das wäre kein Problem. Mhm. Also. Kein Problem, weiß ich nicht, aber das wäre anatomisch machbar so. Mhm. Nee, ich bin nicht auf dieser Welt, um Mama zu sein. Ich bin 7-mal Tante und ich glaube, das ist auch gut so. Das finde ich ganz erstaunlich immer und ohne es überhaupt irgendwie auch mal ansatzweise zu verurteilen. Aber es gibt Frauen, die da und auch Männer übrigens, die von da großer Klarheit sind und sagen, ist nicht mein Thema, will ich nicht. War das bei Ihnen schon immer so oder? Nee, das hat schon geschwankt. Also es gab auch Phasen, wo ich dachte, jetzt könnte man noch mal drüber nachdenken, aber es war dann nicht der richtige Partner. Mhm. Und irgendwann kam dann das Schwimmen wieder und da fühlte ich mich sehr wohl und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas vermisse und jetzt bin ich zu alt. Mhm. Und jetzt ist auch das Thema durch. Also ich wäre nicht mehr eine gute Mama, glaube ich. So, diese Ruhe, diese Geduld, ich glaube da, ja, man soll da reinwachsen, ich weiß, und da wächst man mit und das eigene Kind ist sowieso der Held auf Erden. Ja. Aber nee, nein, ist nicht meine Aufgabe. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Frau van Bergen, gute Mutter gewesen? Sie fragen mich jetzt aber nicht, ob ich noch Kinder will, oder? Nein, nein. Sie haben Kinder bekommen, ne? Zwei Töchter. Ich hatte zwei Töchter. Genau. Und die eine ist hier in Hamburg mit 26 Jahren an Krebs gestorben. Wollen wir auch gar nicht weiter vertiefen, nein, das Thema, weil ich auch weiß, dass Ihnen das sehr nahe geht. Haben Sie dennoch das Gefühl gehabt, dass Sie immer so für Ihre Kinder da sein konnten, auch in der sehr schwierigen Zeit, 77 zum Beispiel als Stichwort? Ja, das ist ja sowieso eine Ausnahmesituation, aber ich lasse ja nie gelten, wenn Frauen sagen, ich will die Karriere und ich will keine Kinder. Ich habe das immer gekoppelt. Das heißt, das war nie ein Problem. Meine Kinder waren total integriert. Ich habe Theater gespielt, ich habe Filme gedreht. Die Kinder waren immer ein Hauptbestandteil meines Lebens. Mhm. So. Und das hat nie meine Karriere behindert. Dann im Knast die Geschichte, da waren wir ja automatisch 5 Jahre getrennt, aber meine Kinder standen total hinter mir, haben mich für nichts verurteilt, waren immer für mich da. Deswegen war auch das nie ein Thema. Mhm. Sie haben mal gesagt über diese Zeit im Gefängnis, ich habe mich da eigentlich, so paradox und so seltsam es klingt, ganz wohl gefühlt, weil ich war da sicher. Richtig. Als ich rauskam und die Gesellschaft oder was weiß ich, also die Bevölkerung sich zum Teil mit Indianergeheul auf mich gestürzt hat, nun hatten sie mich endlich in der Zange. Da habe ich oft gesagt, speziell zur Presse, Gott, ich sehne mich zurück ins Gefängnis und dicke Mauern und eine dicke Eichentür. Und da war ich sicher. Mhm. Ich brauchte also eine bestimmte Zeit, um wieder Luft zu holen und auch Anfeindungen aus dem Weg zu gehen. Okay, aber ich hatte lange Sehnsucht nach dem Knast. Wird mir keiner glauben, nicht? Doch, gibt ja immer wieder Leute, die genau das berichten. Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann tatsächlich wieder in Ihrem Beruf arbeiten konnten? Ging das wirklich schnell? Ganz schnell. Und hielt dann auch an? Ja.
Immer. Möglicherweise, das kann ich ja nicht beurteilen, möglicherweise mit zunehmendem Alter wird es ja auch schwieriger in meinem Job, aber möglicherweise ist es so, dass ich weniger zu tun hatte. Aber ich bin immer kontinuierlich in diesem Beruf geblieben. Mhm. Und daran waren auch wieder die Talkshows dafür verantwortlich, weil ich bei denen ganz, ganz ehrlich auf alle Fragen geantwortet habe. Wer immer was von mir wissen wollte, dem habe ich alles erzählt. Und ich glaube, man hat mich auch für meine Aufrichtigkeit geschätzt. Mhm. Die hat gesagt, die geht damit ganz offen um, okay, die versteckt sich nicht hinter irgendwas. Und deswegen hat man auch im Beruf gesagt, okay, sie ist Schauspielerin. Wie hieß der? Friedhelm Münter? Ja, damals. Friedhelm Münter. Ja, der hatte ja diese Sonntagsgeschichte, ja, wo man interviewt wurde. Und da hatte er vorher Rechercheure in die Mönckebergstraße geschickt und hat gesagt, was haltet ihr von Ingrid van Bergen? Das wurde eingespielt im Sender und die haben alle in Übereinstimmung, haben die Leute gesagt, Mann, du bist aber mal hier wirklich gut. Das ist eine gute Schauspielerin, wir wollen die sehen. Mhm. So hat die Bevölkerung reagiert. Geschichte wiederholt sich an dem Punkt. Frau Fried, selber Talkshow-Gastgeberin gewesen, schon sehr, sehr früh, live aus dem Alabama. Haben Sie sie mal interviewt? Ich glaube nicht, dass wir uns in der Sendung begegnet sind. Wir waren mal zusammen in einer Talkshow im NDR. Zusammen eingeladen, aber also Sie waren nie mein Gast. Ja. Mhm. Das ist ja genau dieses ambivalente Ding, das Sie gerade beschreibt. Mhm. Auf der einen Seite diese Sucht sozusagen und auch letztendlich die Notwendigkeit, ja, eine sensationelle Geschichte irgendwo zu präsentieren und auf der anderen Seite jemandem nicht so zu nahe zu treten, dass du ihn nicht persönlich verletzt. Das ist schwer, aber ich denke, Frau van Bergen, Sie haben es auch eben selber schon gesagt, Sie haben die große Gabe, so authentisch zu sein, dass man, glaube ich, auch nicht so eine Scheu hat Ihnen gegenüber. Also das spürt man auch an der Art, wie Sie miteinander zum Beispiel umgehen. Sie machen es einem sehr einfach. Sie öffnen sich, Sie sind Sie selbst. Es gibt Gäste, bei denen ist das viel schwieriger und da hätte ich auch eine viel größere Scheu. Also bei Ihnen hätte ich jetzt keine Angst, Sie alles zu fragen, was mich interessiert, weil ich das Gefühl habe, Sie können damit umgehen. Also wenn die Leute sagen, haben Sie ein Thema, was Sie nicht angesprochen haben wollen, sage ich, nein, überhaupt nicht. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Ob ich Ihnen dann antworte, ist eine andere Frage. Exakt, aber Sie können mich alles fragen. Und so ist es immer gelaufen. Das ist natürlich sehr angenehm. Wenn wir noch mal einen kleinen Schritt nur für einen Moment zurückgehen. Also schwierige Zeit, Flucht aus dem Osten. Wir haben auch darüber schon mal uns unterhalten, sehr ausführlich. Wie ging das los mit der Schauspielerei? Wie kam man zu der Zeit damals, bevor wir dann nämlich gleich zu Michaela Schäfer kommen, um mal zu klären, wie man eine Karriere dieser Art heute startet, wie ging das damals los? Da hat ja keiner auf einen gewartet. Ja, also ich habe Abitur gemacht in Reutlingen und bin ich einem Verlobten weggerannt, dessen Freundin mir geschrieben hat, dass sie nach wie vor Sex mit ihm hat. Und da bin ich auf der Reeperbahn gelandet und wusste nicht, wovon ich leben soll und hatte kein Geld. Und da sah ich an irgendeiner Mauer auf der Reeperbahn Taxi Girls gesucht und eine Telefonnummer. Da bin ich hingegangen in die große Freiheit. Und da wurde mir ein Rock mit einem Schlitz bis hier oben verpasst. Und so ein Ausschnitt, so. Und dann wurden wir an einen Tisch gesetzt mit einem Lämpchen, mit der Mahnung, wir dürfen also in keinem Falle mit irgendeinem Mann was anfangen. Das war zur Zeit des Koreakriegs und die Kerle kamen ungebremst von den Schiffen. Und ja, das kann ich Ihnen sagen. Und das ist, da durfte ein Captain Girl rannte mit so einem Bauchladen rum und die hat Chips verkauft. Und die Männer konnten einen Chip kaufen und konnten dafür 3 Tänze haben. So, und dann forderten sie uns auf. Lieber haben sie mit uns getanzt. Die sprachen Englisch. Wir konnten ja kaum, ich hatte nur Stuhl Englisch parat. Aber sie wollten lieber mit uns tanzen. Das war eine heftige Erfahrung. Sehr heftig. Ja, aber eigentlich ganz harmlos letzten Endes. Naja, aber nicht morgens um 5. Und da musste man mich nach Hause begleiten. Da standen die natürlich vor der Tür. Verstehe, weil Sie mehr wollten als nur tanzen. Ja, na logisch. Ja, welcher Mann nicht? Also das wäre das nächste Mal. Die wollten natürlich mehr als tanzen. Das habe ich ein paar Monate gemacht. Und Sie haben das mal beschrieben. Ich habe mir selber vorgenommen, ich habe mir geschworen, es wird niemals dazu kommen, dass da mehr passiert. Warum? Hätten Sie ja verlieben können zum Beispiel. Nun ja, es gab einen Gitarristen, einen Ungarn. Ich weiß sogar noch, wie er hieß. Er wird nicht mehr leben. Er hieß Tibor Reisner. Das ist etwas, was ich nie vergesse. Das war, also das ist, manche Ungarn haben so traurige Augen, wie der traurige Sonntag. Und der war so traurig. Und nachdem ich also die ganze Zeit dem Sex sozusagen abgeschworen hatte, ich war ja praktisch noch Jungfrau, ich war ja ganz jung. Und da habe ich gedacht, also den musst du trösten. Aber Gott sei Dank, er konnte nicht. Ist das nicht toll?
Ja, das ist nicht toll. Schöne Geschichte. Ich konnte meinen Schuh halten. Ja. Wäre eine Karriere wie die von Michaela Schäfer zu ihrer Zeit möglich gewesen? Ja, ja, das wär sicher, aber nicht für mich. Abgesehen davon. Ich war. Ich kenne sie nicht. Ich sehe mir das Dschungelcamp ja nicht an, außer dass ich mal selber dabei war. Aber sowas sehe ich mir nicht an. Aber daher kenne ich ihre Oberweite auch nicht. Das war zu der Zeit absolut nicht möglich. Also das war eine so prüde Zeit. Das war, es war gar nicht möglich. Ich habe in Rosen für den Staatsanwalt, sieht Walter Geller mich einmal im Badezimmer, im Türspalt von hinten. Das war, da hat Udo Lindenberg gesagt, ich habe mir den Film 100 Mal angesehen, nur weil ich dich im Türspalt gesehen habe. Und das war's, mehr gab es da nicht. Was sagt denn Dagmar Berghoff zu dem Phänomen Michaela Schäfer? Das ist ja dann Pass pro Toto, wenn man so will. Also gibt es ja viele. Man hat den Eindruck, es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die davon lebt, dass Berühmtsein ein Wert an sich ist. Also Berühmtsein reicht, um daraus ein Business zu machen, ein Geschäft zu machen, was nichts Anrüchiges ist. Aber es ist ein anderes Geschäftsmodell als das, was Sie beispielsweise kennen. Aber wem es gelingt, sei es mit seiner äußeren Schönheit oder sei es mit Witz oder sei es mit lustig sein oder so, wem es gelingt, übers Fernsehen, was es damals ja auch noch nicht gab, so nah an die Menschen ranzukommen und dann damit Geld zu verdienen. Ja, weil lustig sein, die Comedien sind ja lustig, das ist ja toll. Die können ja was. Ja, aber die Titten herzeigen alleine, entschuldigt bitte, das kann ja nun wirklich nicht ein Grund dafür sein. Wenn man Model ist, es ist auch der schöne Körper und weniger. Würde mir nicht reichen. Viele Models steigen ja auch aus und machen was anderes. Ja, okay, die richtigen Berufe. Sie starten gut, aber ist ein Beruf. Das ist ein Beruf. Was ist denn Michaela Schäfers Beruf? Was würden Sie sagen? Was würden Sie eigentlich reinschreiben im Hotel? Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Also ich lese ja über mich auch immer ganz viele Berufsbezeichnungen. Also Model, Glamour-Model, Erotik-Model, Nacktnudistin, Freiheit. Nacktnudistin? Nacktnudistin. Das ist also sehr angezogen dann schon wieder. Ja. Doppelte Verneinung. Nackt-Konzeptkünstlerin. Lese ich auch oft alles Mögliche. Also wirklich, es gibt einen Reality-Star, Trash-Star. Ja. Was schreiben Sie denn rein? Ja gut, auf meiner Website steht Model, DJ, ja, das steht dort. Also ja, aber DJ, stimmt das? Ja, ich lege auch auf. Sicherlich nicht für die, ich sag mal, wirklich berühmten DJs, die lachen da natürlich drüber. Sie müssen ja nicht berühmt sein dafür, aber sie tun doch was anderes, natürlich, als den Körper herzuzeigen. Ja. Nur Brüste zeigen, das würde auch nicht funktionieren, weil das kann ja wirklich jede Frau. Also ich meine, Brüste zeigen könnten wir jetzt alle. Ja, ups, muss ich dann auch nicht. Ja, der Punkt ist, aber es tut eben keiner. Was machen Sie, also nochmal, was würden Sie sagen, was sind Sie von Beruf? Sind Sie eine... Ich würde sagen, ich habe eine Nische entdeckt, ja, das ist eigentlich Nische eines Erotikmodels. Es gab oder es gibt in Deutschland eigentlich kein, ich sag mal, Anführungsstrichen Model, was ein bisschen sauberes Image hat, was aber auch für Erotikprodukte werben kann. Also ich bin ja wirklich in diesem Metier Erotik, aber drehe keine Pornos. Und viele, sei es jetzt große Erotikportale, Erotikmessen, wollen einfach mit Mädels werben, aber die nicht aus dem Pornobereich kommen. Und da gibt es halt niemand. Ich meine, es werden ganz viele Prominente angefragt, alle sagen, oh mein Gott, Erotik, nein, Dildo in der Hand halten, um Gottes Willen, und nicht mal das Wort Dildo in den Mund nehmen, ist für viele ein großes Problem. Und ich sage halt, ich habe kein Problem damit, über Sex zu reden und auch meinen Körper zu zeigen, aber lehne ganz klar Pornografie ab. Das ist ganz interessant, diese Widersprüchlichkeit, die es bei Ihnen so gibt. Also auf der einen Seite gibt es da jemanden, den man so aus der Öffentlichkeit kennt, der kein Problem damit hat, sich immer wieder auch dann sehr nackt und freizügig zu präsentieren und zu zeigen. Und auf der anderen Seite das kleine Mädchen, das bei einer alleinerziehenden Mutter in einer sehr, sehr kleinen Wohnung groß wird, das eigentlich sehr zielstrebig so seinen Weg durchs Leben sucht, das auch relativ clever, so habe ich das zumindest gelesen, sein Geld verwaltet, das einen ganz klaren Plan hat, sich eine Wohnung kauft, irgendwo über den Dächern von Berlin, das auch ein bisschen geizig ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Nur ein bisschen. Bin extremst geizig. Ganz, ganz doll geizig, ja. Heißt? Also ich schaue im Supermarkt immer auf Preise. Ich bin auch einmal, letztens war das war ganz schlimm, ich wollte Brombeeren kaufen. Und Brombeeren sind ja mal teuer. Ja. Ne? Brombeeren und Himbeeren. Und dann habe ich mich im Preisschild versehen und dachte, sie kosten nur 1,99, die kosten aber 3,49. Und an der Kasse
habe ich das dann halt gemerkt. Und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Weil für 3,49 hätte ich die nicht gekauft. War mir aber auch zu peinlich, weil die hinter mir natürlich dann gesagt hätten, ja, Frau Schäfer, Sie haben ja einen Schaden, halten hier die ganze Kasse auf wegen einer Differenz von, weiß ich. Von 2 Euro. Ja, aber das hat mir wehgetan. Also ich denke immer noch daran. Ne? Also ich halte das nicht für geizig, ich halte das für vernünftig. Aber ja. Und ist es wahr, dass Sie im Winter keinen Besuch kriegen, weil die Bude immer so kalt ist? Ja, das stimmt auch. Also ich spare enorm an Heizkosten. Also ich heize nicht und ich gehe auch bei meinem Nachbar baden. Das stimmt Wie? Auch. Ich bade dort. Dann bezahlt der das Wasser und den Strom. Ja, aber ja, warum? Weil der Nachbar das möchte oder weil... Nein, mein Nachbar ist mein bester Freund, kenne ich seit 12 Jahren. Und er findet es amüsant und der ist sehr verschwenderisch mit allem. Und ich sage dann halt, kann ich bei dir baden oder auch die Haare wasche ich mir dann offen bei ihm. Im Ernst jetzt? Ja, das mache ich wirklich. Aber ich bin auch so ein Typ, ich will meine Wohnung nicht beschmutzen. Und finde es dann halt auch nicht schön, wenn ich dann überall meine Haare, ja, ich meine, hier, ich habe Extensions, überall diese schwarzen Haare und so. Ich bin schon sehr auch penibel. Das heißt, Sie ziehen sich nichts an, weil Sie die Kleider schonen wollen? Ja. Ist das die Idee dahinter? Hier. Das ist eine ganz coole Penthouse-Wohnung, so müssen wir uns das vorstellen. Ja, ja, eine sehr schöne Penthouse-Wohnung. Ich habe ja früher, also 7 Jahre lang in einer Einzimmerwohnung gewohnt, 32 Quadratmeter. Mhm. Konnte auch selbst da oft nicht die Miete zahlen, also die war nur 300 Euro. Mhm. Aber ich konnte oft die Miete nicht zahlen. Das ist ein Bild aus dieser Penthouse-Wohnung? Genau, das ist die neue Wohnung. Genau, wow. In der wohne ich jetzt seit 6 Monaten und habe ich auch alles selbst gestaltet. Also Grundriss gemacht und... Also viel gekocht wird da nicht, ne? Nee, da wird gar nicht gekocht. Also auch die Kaffeemaschine darf man auch nicht benutzen. Warum nicht? Weil die so schön ist mit den Steinchen und ich will nicht, dass da Kaffeespritzer reinkommen. Das ist nicht schlecht. Aber Frau Schäfer, wissen Sie was? Eine normale für die Gäste, weil ich trinke keinen Kaffee. Aber da ich eine gute Gastgeberin bin, habe ich natürlich dann eine gekauft. Ja. Lassen Sie uns doch nicht über Ihre Karriere sprechen, sondern einfach nur über Ihre Neurosen. Das finde ich, glaube ich, noch mal ergiebiger, oder? Das ist ja irre. Krass. So, also da ist nie einer. In der Wohnung? Ja. Doch, natürlich. Also sehr, aber leider nur beruflich, ne? Also viele Kamerateams und so. So, und die Idee ist was? Also auch das habe ich nur nachgelesen. Da gibt es einen klaren Wirtschaftsplan, mehrere Wohnungen zu kaufen, um dann irgendwann von den Mieteinnahmen leben zu können. Ja. Also ich muss sagen, ich habe wirklich meine größte Angst ist die Existenzangst. Das ist wirklich so. Dadurch, dass ich halt wirklich in sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden bin, ohne Vater, hatte halt nur eine Mutter, die hat nur halbtags gearbeitet, hat wirklich einen sehr geringen Lohn bekommen und hat nur wegen mir nie Karriere gemacht, hat Politikwissenschaften studiert und hat einfach eigentlich alles für mich zurückgesetzt, wollte groß in der Wirtschaft rauskommen. Und das hat sie halt alles nicht gemacht, weil ich kam. Und das rechne ich ihr auch hoch an. Aber trotzdem hatte ich halt wirklich, hatte nie materielle Sachen, hatte nie mein eigenes Zimmer, nie einen Fernseher. Mhm. Das Teuerste, was ich hatte, war ein Walkman. Und ich möchte halt auf keinen Fall mehr dahin zurück. Und jetzt, wo ich wirklich relativ viel Geld verdiene, sage ich mir halt, okay, ich lege alles an. Weil klar, Gucci-Taschen sind schön, aber verlieren Wert, aber Immobilien nicht. Und haben die einzige Investition, nennenswert, die Sie getätigt haben, war die in Ihren Körper? Wenn wir ehrlich sind, auch nicht so viel. Da habe ich auch viel gesponsert bekommen. Ja, also ich meine, klar, die erste OP habe ich mir natürlich... Wer sponsert Brüste? Ja, Schönheitskliniken natürlich. Ich meine, es gibt nicht viele, so prominente Frauen, die das zugeben, die zu den Schönheitsoperationen stehen, die wirklich sagen, ich habe mir die Brust machen lassen oder die Nase, das ist der Arzt. Da gibt es ja kaum welche, die das machen. Aber sie hat ja recht. Ich meine, auch wenn sie geizig ist, irgendwann will jemand ihre Oberweite nicht mehr sehen. Ja, das wird passieren. Und das weiß sie auch. Also irgendwann kann sie ihren Körper nicht mehr verkaufen. Und dann muss sie gesettelt sein. Wie viele Operationen haben Sie hinter sich? 7 Stück. 7. Womit ging es los? Womit ging es los? Mit 16 habe ich mir die Nase machen lassen und das Kinn. Ja, weil die Nase wie groß das war? Auch. Ja, ich hatte einen Höcker auf der Nase, war auch zu breit. Also mir hat meine Nase nicht gefallen. Und da ich schon immer wusste, ich will vor der Kamera stehen. So sahen Sie mal aus, ne? Das ist ja noch ein gutes Foto. Ja, da war ich auch ein bisschen geschminkt. Und das sollte Victoria Beckham darstellen. Da war ich 14, weil ich war immer Victoria Beckham-Fan. Ja. Ja. Fand ich immer toll. Ja. Weiß nicht, ob man das die Ähnlichkeit. Man sieht das direkt. Und dann? Ja, dann habe ich mit 18 mir die Brust machen lassen.
Und dann die nächsten Brust-OPs, Nasen-OPs, weiß ich gar nicht mehr. Letztes Jahr. Nochmal Nase dann auch? Ja, insgesamt 3-mal Nase, 4-mal Brust, 1-mal Kinn. Warum Kinn? Ich hatte ein fliehendes Kinn. Also es ging so ein bisschen nach innen. Ich bin Perfektionist, was das angeht, einfach gewesen. Aber ich, warum so auf Brust? Ich wollte eine große Brust haben. Also ich stehe auf große Brüste. Und ich wollte immer eine große Brust haben. Und die ging nicht von einmal. Also ich konnte, die Haut hat sich natürlich nicht mitgedehnt. Das ging 4-mal. Und jetzt bin ich aber zufrieden. Reicht jetzt? Oder ja, es reicht. Ja, weil ich möchte nicht pornografisch aussehen. Weil dann hebe ich mich auch nicht mehr von meinen Kolleginnen ab. Es soll alles noch schön sein. Und ich finde, das sieht noch schön aus. Ist ja die Frage, ab welchem Punkt sowas dann zur Sucht wird irgendwann, ne? Ja. Ja, also ich bin der Meinung, ich bin nicht süchtig. Überhaupt nicht. Ja? Also ich spritze auch jetzt kein Botox zum Beispiel, mhm. Das sieht man auch. Ja, noch nicht. Ja, ich habe schon gespritzt. Ja, klar. Botox? Ja. Klar, warum denn nicht? Ja. Warum? Ich habe schon alles ausprobiert. Ich probiere einfach viele Sachen aus. Ich denke da nicht so nach. Ich denke auch nicht nach, oh, was sagen die anderen oder so. Mache ich mir nicht so einen Kopf. Ich mache eigentlich schon immer das, was ich wollte. Mhm. Und vielleicht habe ich halt das, deshalb auch so einen kuriosen Beruf gewählt. Ich meine, ich wollte schon immer berühmt werden und hätte ja auch so, ich sag mal, so einen ganz ordentlichen Weg gehen können. Ja? Schauspielausbildung oder Gesangsausbildung, mhm. Sprechtraining, der Moderatorin geworden. Aber irgendwie dachte ich mir, das wollte ich nie. Also irgendwie, es war immer zu langweilig. Und ich wollte ja, immer was anderes machen. Ja, und ist ja auch erfolgreich. Einzig ein bisschen. Ne? Sie sind ja eigentlich auch mehr aus Versehen im Grunde die berühmte Nachrichtensprecherin geworden. Ja, eigentlich... ich wollte Schauspielerin werden. Also ich wusste das, seit ich Kind war eigentlich. Und ab 14 ganz sicher, dass ich Schauspielerin werden will und habe diesen Weg ja auch gegangen. Oder bin ihn gegangen mit 3 Jahre Schauspielschule hier in Hamburg. Und nur dann hat mein Weg mich eben Richtung Funkfernsehen geführt. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber ist es wahr, dass Sie eine ganze Zeit lang, immer wenn Sie in Theateraufführungen furchtbar. Waren... Furchtbar, ich wollte auf der Bühne stehen, ich wollte spielen. Und wenn die nach Hause gingen, dann habe ich die Hauptrolle noch nachgespielt für mich. So. Das hat Jahre gedauert. Heute gehe ich gerne ins Theater. Aber damals, das war furchtbar eigentlich. Das heißt, Sie sahen da unten gesessen und hatten Frust, weil Sie nicht da oben stehen. Ja, ja, genau. Aber haben dann irgendwann Ihren Frieden damit gemacht. Und das hat sich so ganz langsam dann. Nun ist dieser Beruf, den ich hatte, war ja auch sehr spannend. Weil ich habe Radio. Ja, klar. Im Radio gesendet oder im Fernsehen verschiedenste Sendungen. Mhm. Er war so vielseitig, dieser Beruf. Mhm. Und mitten im Zentrum der Nachrichten. Mhm. Vieles, was wir gar nicht senden konnten, wusste ich ja auch noch, was noch hinter den Kulissen alles war. Also es war schon ein spannender Beruf. Wenn wir gerade über Eingriffe dieser Art sprechen, Amelie Fried sagt, ich lehne das komplett ab. Und für mich? Ja. Ich finde, jede Frau muss das selbst entscheiden. Und würde ich sozusagen, also wäre mein Beruf mein Körper, würde ich das vielleicht auch anders handhaben oder sicher sogar. Aber ich für mich möchte es nicht, weil ich eigentlich immer schon, also ich war halt nicht so eine Schönheit, ja. Und ich habe halt gedacht, es ist vielleicht besser, ich verlasse mich auf das, was ich im Kopf habe und bilde das aus und mache daraus was. Entschuldigung, das ist überhaupt, hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht okay finde, was Sie machen. Sie sind eine sehr schöne Frau und Sie machen das, weil Sie ein Talent dafür haben und weil Sie einen wunderbaren Körper haben. Wenn man eben aus Verhältnissen kommt, wie Sie erlebt haben, dieser Wunsch, da rauszukommen und was zu erreichen und irgendwo hinzukommen im Leben, das finde ich absolut nachvollziehbar und legitim. Und das machen Sie mit Ihren Mitteln und Möglichkeiten und andere machen es mit ihren Mitteln und Möglichkeiten. Ich finde es völlig in Ordnung und ich habe damit überhaupt kein Problem. Nur wie gesagt, für mich ist jede Form von Veränderung an meinem Körper etwas, was mir, also wo ich Angst davor habe und das möchte ich einfach nicht. Mhm. Ja? Also ich meine, legen Sie mich nicht fest, sprechen wir uns in 10 Jahren wieder. aber im Moment bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es erstmal nicht möchte. Ich finde, Sie sollten das genauso weiter durchziehen, wie Sie es bis jetzt gemacht haben. Kirsten Bruhn ist bei uns. Frau Bruhn, wann war für Sie klar, ich werde Leistungsschwimmerin? Ich gehe diesen Weg. Anstrengend. Das war nie klar. Das war ursprünglich nie der Plan? Nee. Damit kann man kein Geld verdienen, zumindest nicht normal. Also so gesehen war das nie ein Plan. Mhm. Sondern das Leben hat dann so gespielt, dass es sich irgendwann so ergeben hat. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Also ich habe immer Schwimmen leistungsmäßig betrieben, aber es war nie so gut, dass ich hätte eine Franziska von Almsick werden können, die damit verdienen kann. Mhm. Oder vielleicht jetzt heutzutage Britta Steffen, die auch nicht mehr schwimmt leider. Nee, das war nie ein Plan. Mhm. Welche Gedanken haben Sie sich bis 1991, bis zu jenem Sommer 91 über das Leben gemacht, über das, was auf Sie zukommt? Ich wollte immer einen Beruf erlernen, wo ich Menschen helfen kann. Mein Vater ist Polizist gewesen,
hat Menschen geholfen. So war es damals noch. Meine Mutter ist staatlich geprüfte Maniküre und Pediküre, war im medizinischen Bereich, hat dann im Sanitätshaus gearbeitet, viel mit Menschen zu tun gehabt, die Hilfsmittel benötigten, jeglicher Art und Weise. Und ich selber habe damals auch Schwimmkurse gegeben für Down-Syndrom, also sowohl körperlich wie auch geistig kranke oder behinderte Menschen. So diese Situation, einfach was Gutes zu tun, das war so mein Ziel. War leider dann das Abitur nicht so gut, dass ich Medizin hätte studieren können. Da war ein Wartesemester damals noch. Und das war alles Zeit, die ich nicht verdödeln wollte. So, und habe dann gedacht, wie kannst du diese Zeit nutzen? Und wollte natürlich mich weiterentwickeln. Und da habe ich mir gedacht, als Au-pair in Amerika, das kann mich in jeglicher Hinsicht reifen und kann mir Erfahrung holen, sowohl auch in der Sprache, weil das Englisch in der Schule, das war nicht so meins, das fand ich sehr langweilig. Und das amerikanische Englisch, das war schon interessanter für mich. Und da habe ich dann letztendlich erst mal gedacht, jetzt entwickelst du dich und reifst dich so ein bisschen im Ausland. Und so ist es dann eigentlich nicht so gekommen, wie ich es geplant hatte. Das stimmt. Da kommt nämlich etwas dazwischen, ein Urlaub in Griechenland. Sie sind mit ihrem Freund in Griechenland und es kommt zu einer Situation, von der ich auch bei der Beschäftigung mit diesem Thema gedacht habe, wie kriegt man das irgendwann aus dem Kopf, also nicht mehr damit zu hadern. Ich beschreibe das mal so, wie ich es verstanden habe. Sie sind in diesem Hotel, Sie liegen am Strand oder am Pool, wo auch immer, und wollen sich einen gemütlichen Tag machen. Ihr Freund, Motorsport, Motorradsport begeistert, sagt, pass auf, ich fahre heute da ein bisschen rum. War die Insel Kos, ne, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Ich fahre ein bisschen rum, ich schaue mir das an. Kommt nach kurzer Zeit zurück, nach ein paar Stunden, und sagt, Kirsten, das ist so schön, komm du doch auch mit. Sie haben eigentlich gar keine Lust und entschließen sich trotzdem, um ihm vielleicht eine Freude zu machen, auf dieses Motorrad zu steigen. Was passiert dann? Ja, wir hatten dann wirklich uns gedacht, wir gehen auf die höchste Erhebung. Berg kann man da nicht so sagen. Und Serpentinen bergauf, die muss man natürlich, wenn man oben fertig ist, auch wieder runter. Und da kriegten wir Gegenverkehr in einer Linkskurve. Und genau was passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es fing auf einmal an zu schleudern. Und in dem Moment bin ich auch schon gestürzt. Also im Nachhinein hieß es dann, wir kriegten Gegenverkehr. Und er hat versucht halt, dem auszuweichen, ist dann auf Geschotter gekommen. Und da sind wir halt so außer Kontrolle geraten, dass wir gestürzt sind. So, Sie sind gestürzt. Ihr Freund steht eigentlich relativ unbeschadet wieder auf. Ein paar Kratzer, ein paar Prellungen wahrscheinlich, steht wieder auf. Sie bleiben liegen. Ja. In dieser glühenden Hitze. Richtig. Er wollte, dass ich aufstehe, weil die Maschine war natürlich kaputt, defekt. Und wir mussten gucken, was wir da jetzt irgendwie wieder gerade biegen konnten, damit wir entweder halt den Rückweg antreten konnten oder halt mit Hilfe irgendwie zur nächsten Werkstatt. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass es nicht ging. Ich konnte nicht aufstehen. War Ihnen klar, da könnte jetzt was wirklich Schlimmes passiert sein? Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, ich spüre die nicht. Könnte eine Querschnittlähmung sein? Also klar war es nicht, aber es war so ein Anflug von kurzem Gedanken. Ja, der kam schon. Aber das ist etwas, was man, glaube ich, so aus Selbsterhaltungstrieb schnell wieder wegwirft, weil das macht schwer und traurig und das schockt einen ja auch. Und das will man in dem Moment nicht. Wenn man überhaupt bewusst reagiert und handelt in dem Moment. Dessen bin ich mir nicht wirklich sicher. Weil hatten Sie Schmerzen? Nein, da noch nicht. So, und dann liegt man da und wartet darauf, dass einer kommt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das war im Jahre 1991. Das heißt, es ist eine ganze Weile zurück. All die Dinge, die technisch heute möglich sind, mal eben jemanden anzurufen, Hilfe zu holen, das ging damals nicht. Nein. Wie lange hat es gedauert, bis einer da war? Gefühlt lange. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Stunden. Also ich glaube, das waren irgendwas bei 2 bis 4 Stunden, die wir da lagen. Und die Touristen, die uns halt den Gegenverkehr verursachten, die hatten versucht, mit Handtüchern mir Schatten zu spenden, weil es war wirklich in der prallenden Mittagssonne. Und das Schwierige war überhaupt, so etwas wie einen Erste-Hilfe-Wagen zu organisieren. Das gab es nicht. Es war dann ein VW-Bus von der Bundeswehr, wo dann die Bänke rausgeschraubt wurden und ich wurde dann an Händen und Füßen auf die Fläche gelegt. So, ich fasse das mal zusammen. Es wurde dann im Grunde, kann man glaube ich so sagen, fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja. Und man hat sie auf die falsche Art und Weise angepackt, transportiert, hat die Dinge immer noch schlimmer gemacht, diesen Bluterguss im Rückenmark, den sie da hatten. Dann haben sie irgendwann für sich realisiert, sie und ihr Freund, wir brauchen jetzt ein vernünftiges Krankenhaus in Deutschland. Richtig. Rufen den ADAC, die Maschine geht kaputt. Der fliegt wieder zurück. Es verstreichen weitere wertvolle Stunden. Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann endlich in Kiel waren, im Krankenhaus? 1,5 Tage später.
Ist ja keine Weltreise, ne? Nee. So, dann liegen Sie dort, werden untersucht, haben Schmerzen zu dem Zeitpunkt? Ja, ich war so vollgepumpt. Ich war ja schon fast aufs Doppelte angeschwollen vor lauter Morphin und Schmerzmitteln. Ich hatte kurz irgendwie mal meine Hand gesehen und habe gedacht, das ist nicht meine. Also die war unmenschlich angeschwollen. So, und dann kommt es zu dieser verhängnisvollen Situation auf der Intensivstation. Sie liegen dort, werden geröntgt, werden untersucht. Und es kommt dieser Arzt, der Ihnen sagt, und zwar genau so, so haben Sie das geschildert, das mit dem Laufen wird nichts mehr. Das mit dem Gehen können Sie vergessen. Oder gehen. Können Sie vergessen. Ja. Und geht wieder raus. Ja. Was geht einem da durch den Kopf? Ich will nicht mehr. Das hat alles keinen Sinn mehr. Warum? Warum ich? Wo sind meine Eltern? Ich war ja allein. Wo bist du hier überhaupt und willst du hier überhaupt sein? Mhm. Und das wollte ich nicht. Nicht so. Ich lag auch nicht allein. Es war noch ein Vorhang rechts neben mir. Ich habe das sehr diffus noch in Erinnerung. Ich hörte immer so ein Püstern, weil es war ein extrem an Brandverletzungen verletztes junges Mädchen neben mir gelegen. Völlig mit feuchten Wickeln vermummt praktisch. Die immer befeuchtet werden musste, damit diese Wickel nicht anwachsen. Und die hat immer so gewimmert, weil sie natürlich unendliche Schmerzen hatte. Und dieses Wimmern und den Blick nach draußen in den Himmel und die Wolken, das ist so das, was ich eigentlich bewusst drauf habe, dass ich genau in die Wolken wollte, weg. Keine Schmerzen sind, keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Mhm. Und es gibt ja dann diesen Moment des Wegdämmerns immer wieder. Und dann träumt man schön und träumt sich weg. Und dann wacht man wieder auf und merkt, man liegt da immer noch. Mhm. Und das über Wochen, Monate. Dann waren irgendwann ja meine Eltern da. Und das ist immer so eine Erleichterung gewesen. So. Das war Vertrautheit, das war Nähe. Das war schon der Geruch, wenn Mutti und Vati mich umarmt haben. Das ist dann immer wieder so ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass es halt nicht nur Schmerzen gibt, sondern es gibt auch noch so dieses Vertraute, dieses Kuschelige. Und da ist man weg von diesen Schmerzen für wenige Momente, die Mama und Papa dann halt da waren. Aber es ist halt ja auch immer was los. Es kommen dann halt Schwestern rein, es kommt medizinisches Personal rein, die machen dann irgendwas an einem. Es sind dann zwei Wochen vergangen, dann wird man verlegt von der Intensivstation auf eine Pflegestation. Dann wird man versucht zu mobilisieren. Man muss sich erstmal hinsetzen. Man weiß überhaupt nicht, worauf sitzt man. Ist es der eigene Hintern? Weil man spürt ja nichts. Das war so wie so ein Schwimmkissen. Ich hatte also überhaupt gar kein Gefühl. Es war ganz fremdartig. Ja, und das sind so eigentlich die Phasen gewesen. Wo man dann wieder so ein bisschen diesen Ehrgeiz bekam, das, was da war, dann auch zu trainieren. Aber nochmal zurück zu der anderen Situation. Also die Situation im Krankenhaus, wenn es Untersuchungen gibt, Ärzte kommen, neue Diagnosen, neue Untersuchungen. Das ist ja immer Aktion, das lenkt einen ja im Zweifel ab. Aber irgendwann mal, und ich meine, Sie waren eine sehr, sehr junge Frau, ein junger Mensch, kommt dann sowas wie Alltag. Und dann steht die große Frage im Raum, wie geht denn das jetzt weiter für den Rest meines Lebens? Ja. Es hat geheißen, so nach oder während der Rehabilitation, dass es schön wäre, je früher man entlassen wird, umso besser halt man in diesen Alltag reinkommt. Und ich wollte auch immer entlassen werden. Ich war irgendwann schon therapiemüde, ich bekam auch einen Ausschlag, sodass man letztendlich die Entlassung dann auch beschleunigt hatte. Es waren dann 7 Monate. Aber dann zu Hause den ersten Moment, ah ja, vertraute Umgebung. Aber diese vertraute Umgebung ist nicht mehr das, was es mal war. Weil man sie nicht mehr so bewegt und belebt, wie man es getan hat. Und da kommt noch mal wieder der zweite Schlag in den Nacken. Also bei mir war es jedenfalls so. Sodass ich dann wirklich versucht habe, alles zu tun, um auch nicht annähernd in Gedanken oder in so eine Art Lethargie zu verfallen. Ich habe dann meine Eltern bekocht. Es gab also dann nicht nur morgens, mittags, abends, sondern es gab immer ein Drei-Gänge-Menü, so ähnlich. Ich habe also wirklich versucht, irgendwie zu funktionieren und nicht das Gefühl zu haben, ich bin zu nichts tauglich. Das war wichtig für mich, dass ich eine Aufgabe hatte. So, und Sie haben sich dann eine Aufgabe gesucht, ja, die Sie mit Bravour dann durchgezogen und gemeistert haben. Wann war klar, da geht was mit Schwimmen? Das könnte eine Idee sein. Also die ersten Balanceübungen hatten wir im Wasser damals während der Rehabilitation gemacht. Und das war im Kanu, so ein bisschen dieses halt Schwenken. Und dann sollten wir auch die Eskimo-Rolle versuchen, die ich natürlich nicht geschafft habe. Ich bin reingefallen. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, Wasser ist dein Element.
So dieses vertraute Gefühl schon, dieser Geruch, das war einfach schön. Und dieses wohlige Gefühl am Körper. Nichts wird mehr gedrückt, es ist einfach ein schönes, entspanntes, vollkommenes Gefühl. Und sich dann halt über Wasser zu halten, weil man ja nur nicht ertrinken will, das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment. So, und dann haben Sie das so hart durchgezogen und mit so großer Disziplin, dass Sie eine der erfolgreichsten Paralympics-Sportlerinnen überhaupt geworden sind, die dieses Land jemals gesehen hat. War Ihnen klar, dass das so weit gehen kann, dass man dreimal Gold holt, dass man einen Weltrekord nach dem anderen reißt und so weiter? War Ihnen das klar? Nein, also das war auch gar nicht annähernd so der Gedanke. Wir hatten ja lange gebraucht, um überhaupt in diesen Fokus zu kommen, dass man das wieder wettkampfmäßig macht. Da hatte ich viele, viele Anstöße für gebraucht, immer von Bekannten und Kollegen. Das war dann letztendlich die zweite Kur 2002 in Plau am See, wo ein Therapeut also wirklich nicht locker gelassen hat. Ich hatte dann immer abends, wenn alle anderen Gruppentherapie gemacht haben, gebastelt, Makramee, gepuzzelt oder was weiß ich, habe ich gedacht, das will ich nicht, das bringt mir keinen Spaß, ich möchte schwimmen. Und er meinte, dass das sehr gut sei, was ich da so mache und hat mir also so einige Adressen gegeben, an die ich mich hätte wenden müssen, damit ich halt klassifiziert werde in der Startklasse. Und das habe ich mit nach Hause genommen und mein Vater hat das dann gesehen und da haben wir letztendlich gedacht, was haben wir zu verlieren? Einfach mal probieren, wie das da so abläuft. Wir kennen das ja aus dem Nichtbehindertenbereich und mal schauen, wie das so ist. Und der Wettkampf war sehr, sehr einschneidend für mich. Der war zugleich schlimm, wie prickelnd, total toll und aufregend vor allen Dingen. Und das war so dieses Feeling, was ich brauchte, um wieder das Gefühl zu haben, ich bin immer noch Kirsten. Warum schlimm? Weil es die schlimmsten Behinderungen da gab, die man sich in seinen allerschlimmsten Albträumen, glaube ich, gar nicht wirklich vorstellen kann. Und da gehörte ich jetzt hin, mit diesen. Und das wollte ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre da nicht hin. Aber genau da gehöre ich hin und das ist auch gut so. Weil das sind ganz liebe Menschen wie Sie, wie Sie, wie Sie alle. Ist irgendwann mal der Moment gekommen, an dem man aufhört zu hadern, auch mit demjenigen, der ganz oberflächlich betrachtet, schuld ist an dem, was da passiert ist? Ich habe ihm nie die Schuld dafür gegeben, weil es hätte genauso gut andersrum sein können. Wie lange waren Sie beide noch zusammen nach diesem Unfall? 6 Jahre. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir noch so lange zusammen geblieben wären, wenn wir den Unfall nicht gehabt hätten. Also. Aber auch für ihn eine fürchterliche Situation. Ne? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, ja. Wie leben Sie heute? In einer Beziehung und sehr glücklich. Sehr gut und ganz schön. Ein Mann, von dem Sie sagen, der kann vor allen Dingen wahnsinnig gut zuhören und stellt die richtigen Fragen. In Eindhoven im August gibt es den letzten großen Wettkampf, EM, Europameisterschaft. Weil Sie sagen, danach ist Schluss. Schwer gefallen, diese Entscheidung? Nein, es hat alles irgendwie so seine Zeit. Und sicherlich sind da auch körperliche Signale, die ich bekomme, wo ich einfach sage, das Maß ist erledigt, ist voll. Ich habe irgendwie alles erreicht. Die Aufgabe und ist erledigt. Und der Spaß nimmt auch ab. Also, und ich möchte mir diesen Krampf nicht antun. Ja. Und außerdem habe ich eine ganz tolle neue Aufgabe dann danach, beruflich fürs Unfallkrankenhaus Berlin, dann sozusagen in der Funktion einer Botschafterin zu sein. Also, hochinteressante und fesselnde Geschichte. Weil Sie gerade sagen, muss zum Schluss noch eine Frage loswerden. Eine allerletzte Frage loswerden, die geht an Amelie Fried. Wir haben uns heute ein bisschen verquatscht am Anfang der Sendung. Und eine Frage muss ich dennoch loswerden, Frau Fried. Sie haben Ihren Spaß noch nicht verloren am Schreiben von Büchern, machen das so erfolgreich wie wenig andere. Trotzdem die Frage, warum sehen wir Sie oder anders, wann sehen wir Sie endlich mal wieder im Fernsehen? Also ehrlich gesagt hatte ich mit dem Thema wirklich abgeschlossen und fühlte mich jetzt eigentlich irgendwie ganz gut ohne Fernsehen. Jetzt habe ich gerade vor kurzem eine Anfrage erhalten, die hat mich jetzt wirklich wieder ins Grübeln gebracht. Und jetzt muss ich mir halt Gedanken darüber machen, ob ich noch mal Lust darauf habe und ob ich diese Herausforderung noch mal annehmen möchte. Dieser Entscheidungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich verstehe. Solange Sie nicht in Konkurrenz zu uns senden, dürfen Sie alles machen, was immer Sie wollen. Weil Sie, ich bemühe mich. Ja, ich finde, Sie fehlen dem deutschen Fernsehen. Also, danke. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine schöne Runde. Es hat großen Spaß gemacht. 5 Frauen haben mich zunächst mal sehr, sehr herzlich zu bedanken bei Kirsten Bruns, der wir alles Gute wünschen für den August im Speziellen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Amelie Fried, Traumfrau mit Lackschäden, ist ihr aktueller Roman. Und schon wieder auf dem Weg zum Bestseller bedanke mich genauso herzlich bei Michaela Schäfer, herzlichen Dank. Bei Dagmar Berghoff, vielen Dank, Frau Berghoff, für den Besuch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ingrid van Bergen, herzlichen Dank. Wie immer eine große Freude mit Ihnen allen. Das war's für heute jetzt, die Kollegen von heute Nacht. Bis bald. Danke. Tschüss. War wirklich so. Ich habe dem in die Augen geguckt und eine Stimme in mir sagte, ach guck mal, das ist ja der Typ, den du heiraten wirst. Es sprach sozusagen in mir. Ich wusste es einfach. Und er sprach gar nicht mein Beuteschema. Also er war eben nicht groß und so ein Schönling, sondern er ist ein gut aussehender Mann. Aber er war eben nicht so einer für den allerersten Blick. Er trug auch ein seltsam gemustertes Sakko. Das hatte er bei seiner Ex-Schwiegermutter ins B sozusagen aus dem Polen-Paket geholt. Und trug das jetzt auf. Und er hatte auch einen sehr seltsamen Haarschnitt. Also so wie Werner Lorand ungefähr, müssen Sie sich den vorstellen. Also ja, nur den Haarschnitt. Also er war überhaupt nicht mein Typ. Aber diese Augen waren so, dass ich wusste, ja, den heirate ich jetzt. War da eben Foto? Weiß ich, ja, da war eben Foto zu sehen. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Mann auf jeden Fall. So ein männlicher Typ einfach schlicht und ergreifend. Das heißt, die Geschichte hört man ja öfter. Ne? Deswegen finde ich das auch gar nicht kitschig, dass gerade Frauen da wirklich ihrer Intuition folgen und sagen, das ist er. Und den heirate ich auch. Und das ziehen die dann noch durch. Das wusste ich einfach. Dann bin ich erst mal auf eine Party gegangen. Ja. Ich dachte, jetzt habe ich ihn ja gefunden. Jetzt gehe ich mich noch ein bisschen amüsieren, bevor ich ihn dann heirate. Irre. Ja. Und haben dann auch, also wusste er schon sofort, dass Sie ihn auch heiraten wollen? Er wusste oder? Das auch. Also er kannte mich irgendwie aus dem Fernsehen und er stritt immer mit seinem Vater über mich. Also sein Vater, der eher so konservativ war, der hasste mich wie die Pest und sagte, diese Frau ist so schlimm. Es gibt nur zwei, die noch schlimmer sind. Das ist Jutta Ditfurth und Ulrike Meinhof. Das ist ja mal ein Kompliment. Ja, das waren tolle Voraussetzungen, um dann sozusagen den Sohn zu heiraten. In welcher Beziehung stehen Sie heute zu Ihrem Schwiegervater? Der lebt leider nicht mehr, der ist vor einigen Jahren gestorben. Aber bei dieser ersten Begegnung, als ich dann sozusagen offiziell als Verlobte da eingeführt wurde, ich war ja schon schwanger, irgendwann musste mein Mann mich ja dann mal zu Hause vorstellen, ja. Da war es dann komischerweise wirklich so, dass wir uns gesehen haben, mein Schwiegervater und ich, und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wir mochten uns total, wir waren uns sehr ähnlich, wir hatten so eine ähnlich direkte Art irgendwie und es war wirklich so, dass wir uns sehr, sehr gerne hatten und ja, also insofern hat das dann auch ganz schnell vergessen, dass ich so schrecklich bin. Aber das ist eine schöne Geschichte, ne? wenn man das dann so weit, Sie sagten es eben schon, ich habe es aber leider verdrängt, wie lange sind Sie jetzt verheiratet? 23 Jahre. Wahnsinn. Ich finde es auch Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, viele, die mich so von früher kennen, finden es auch total wahnsinnig, weil alle gedacht haben, dass wird nie was mit der und den Männern. Ja, aber ist schön, ohne Wenn und Aber. Sie haben sich mit Haut und Haaren beide aufeinander eingelassen. Ne? Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Dagmar Berghoff wiederum hat den Mann fürs Leben erst relativ spät kennengelernt. Ja. Ne? Ja. Wussten Sie damals auch, schlug da auch so der Blitz ein? Nee, wir sollten verkuppelt werden von Freunden. Und waren also zum Essen unterwegs. Und er hatte damals eine Freundin. Mhm. Ich fand ihn schon nett. So, aber gut, er hatte eine Freundin und aber Moment mal, Sie sollten mit dem verkuppelt werden, aber der hatte eine Freundin. Ja. Ja, war das eine Frau, die das eingefädelt hat? Das waren Freunde von mir und von ihm. Und die wussten gar nicht. Das heißt, die konnten seine Freundin nicht leiden? Die haben sie nicht mit eingeladen. Er hat ja gefragt, ob er sie mitbringen kann. Das ist ja dreist. Nein, die haben sie nicht mit eingeladen. Nein, wir möchten, dass wir mal zu viert zugehen. Natürlich. Und dann, aber zwei Jahre später haben sie es noch mal probiert. Und ab dem Tag, als wir uns da gesehen haben, waren wir zusammen. Ab dem Tag. Ab dem Essen. Ab da haben wir uns jeden zweiten Tag erst getroffen. Dann bin ich bald zu ihm gezogen. Dann haben wir schnell geheiratet. Er wusste das auch schnell, ich auch. Das ging dann ganz, ganz schnell. Was hat denn diese Freundin so sicher gemacht, dass das ein Volltreffer war? Ja, irgendwie sagte der uns da vermittelt, verkuppelt hat, die Schwingungen, die Schwingungen zwischen euch, die waren da. Und die waren auch beim ersten Mal da. Heißt? Aber da, ja, da war so ein sich sehen, sich sehr sympathisch finden. Wobei das Schreckliche war, beim ersten Mal, da hatte er mir von seinem Essen auf seiner Gabel so ein bisschen hingehalten. Ich kannte den ja gar nicht. Und ich habe den genommen. Das war mir so peinlich. Und schon deshalb hatte ich wahrscheinlich so ein bisschen, weiß nicht, fand ich peinlich. Hatten Sie seine Mundflora schon mal kennengelernt? Muss ja nicht das Schlechteste sein. Nein, aber es ging dann wirklich richtig schnell. Nach zwei Monaten hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und wir wussten, dass wir zusammenbleiben. Ging dann schnell auch. Was würden Sie sagen, war denn die herausragende Qualität dieses Mannes? War es die Optik, war es die Art, war es sein Charakter, war es das, was er Geistreiches gesagt hat?
das war, glaube ich, die Art. Er hat eine ruhige Art, aber er hat so einen Humor, so einen englischen, britischen Humor, der mir sehr gut gefiel. Und na, ehrlich gesagt, ich habe ihn dann auch einmal gesehen als Arzt, als Chefarzt im weißen Kittel. Da bin ich ja fast ohnmächtig geworden. Ich sehe diesen Halbgott in weiß. George Clooney, da war er wieder. Naja, ja. Aber meiner sah dann schon besser aus im weißen Kittel. Das ist jetzt schwer vorstellbar. Fast nicht möglich, ne? Ich glaube, wenn man das Glück hat, wie bei Ihnen, Amelie, da finden sich Pott und Deckel. Ja. Das kann man gar nicht genau erklären. Das ist einfach so. Die passen und so gut zusammen, ergänzen sich. Und ja, und was überwiegt denn dann? Die Freude, dass man jetzt sozusagen den Pott oder den Deckel gefunden hat, der wirklich zu einem passt? Oder eher die Trauer darüber? Sie waren 48, ne? 47. Ja. Dass man den erst so spät getroffen hat? Nein, die Freude, dass man ihn gefunden hat. Also ich meine, man hat ja vorher auch gelebt irgendwie. Nur es war eben nicht der richtig Richtige dabei. Ja, gelebt irgendwie ist auch schön. Es gab schon einige, die ich auch natürlich super fand und toll fand. Oder die, von denen ich wegging oder so. Ich habe ja nicht gelebt wie eine Jungfrau in diesen 47 Jahren. Aber dann war plötzlich der Richtige da. Ja, aber ich frage deswegen, weil damit ja auch klar war, Sie werden mit diesem Mann wahrscheinlich keine gemeinsamen Kinder mehr haben, zum Beispiel. Ja gut, dazu war ich zu alt. Ja, okay. Gut, hätte ich diesen Mann eher kennengelernt, hätte ich sicher Kinder gehabt. Ganz sicher. Mhm. Drillinge, Zwillinge? Am liebsten Drillinge. Und zwar Mädchen. Der hätte ich Angela, Beatrice und Claudia genannt. Und dann hätte ich mal rufen können, ABC, kommt mal hier zum Essen. Das war so eine Vorstellung von mir, fand ich toll. Schmerzt Sie das gelegentlich, dass Sie keine eigenen Kinder jemals hatten? Nein. Nein, ich weiß nicht, wie es ist, Kinder zu haben. Ich sehe um mich rum junge Paare, die Kinder haben. Und ich komme gut mit Kindern klar, die auch mit mir. Aber wenn man es nicht hat, dann kann man sich natürlich mehr auf die Karriere werfen. Oder man tut es, weil man die Zeit dazu hat. Hätte ich Kinder gehabt, hätte ich ganz sicher sehr viel weniger beruflich gemacht, als ich es getan hatte. Ich hätte die Tagesschau gelesen. Aber nichts sonst. Keine Shows aus Paris oder keine Wunschkonzerte mit Marc Schauzer. Gar nichts hätte ich. Radio hätte ich nicht gemacht. Aber so, nein, es tut mir nicht leid. Manchmal denke ich, na ja, wäre schon schön, aber nicht so, dass ich mich je als Frau nur definiert hätte darüber, dass ich ein Kind gehabt hätte. Mhm. War Ihnen sofort klar, Frau Fried, mit dem will ich jetzt auch Kinder haben? Ja, sofort. Also mein Mann behauptet auch, ich hätte bei unserem zweiten Treffen hätte ich ihn bereits gefragt, ob er mit mir eine Familie gründen will. Und zwar noch, bevor ich beim Kellner irgendwas bestellt hätte. Ja. Also das finden, kleiner Tipp am Rande, sachdienlicher Hinweis, das finden Männer total gut. Wenn Frauen beim zweiten Treffen gleich sagen, kannst du dir vorstellen, mit mir Kinder zu haben? Das war mir klar. Nur wissen Sie, Herr Nanz, ich war 31, ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Ich wollte mich nicht mehr mit Männern aufhalten, die sozusagen kein Interesse an diesem Thema zeigen. Ja, super. Frau Bruhn hat keine Kinder, ne? Michaela Schäfer will irgendwann Kinder? Natürlich. Ja, was heißt natürlich? Unbedingt. Zwei Stück auf jeden Fall. Ein eigenes und ein Adoptivkind. Weil zweimal halte ich halt diese Schwangerschaft nicht aus. Also ich bin wirklich, habe panische Angst vor Kinderkriegen. Also ich finde wirklich ganz schlimm. Alle Leute sagen immer, bist doch verrückt, lässt du die Brüste viermal operieren und legst dich sonst wie oft unter das Messer und hast aber Angst vor der Geburt. Und ich habe aber wirklich Angst und sage aber, ein leibliches Kind muss sein. Und eins werde ich mir einfach adoptieren. Also wenn mir irgendjemand eins gibt. Ja. Ja. Das ist ja bei mir, ich brauche da einen ganz hochseriösen Mann, dass der das alles wieder ausgleicht. Könnte nach der Ansage schwierig werden mit so einer Adoption. Ja, in 10 Jahren. Ich habe ja noch Zeit. Ja, also ich nehme Dann ist es immer zu spät. Das lässt das Adoptionsrecht dann auch immer nicht mehr so. Müssen Sie ein bisschen Gas geben, Okay, also schon. Deswegen sind Sie heute in der Sendung. Hat sich der Besuch schon gelohnt, um diese Information zu kriegen. Frau Bruhn, Sie wollen irgendwann Kinder? Sie wollen irgendwann Kinder? Nein. Nein. Das Thema ist. Weil das Ihre Gesundheit nicht mehr zulässt? Oder? Doch, das wäre kein Problem. Mhm. Also. Kein Problem, weiß ich nicht, aber das wäre anatomisch machbar so. Mhm. Nee, ich bin nicht auf dieser Welt, um Mama zu sein. Ich bin 7-mal Tante und ich glaube, das ist auch gut so. Das finde ich ganz erstaunlich immer und ohne es überhaupt irgendwie auch mal ansatzweise zu verurteilen. Aber es gibt Frauen, die da und auch Männer übrigens, die von da großer Klarheit sind und sagen, ist nicht mein Thema, will ich nicht. War das bei Ihnen schon immer so oder? Nee, das hat schon geschwankt. Also es gab auch Phasen, wo ich dachte, jetzt könnte man noch mal drüber nachdenken, aber es war dann nicht der richtige Partner. Mhm. Und irgendwann kam dann das Schwimmen wieder und da fühlte ich mich sehr wohl und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas vermisse und jetzt bin ich zu alt. Mhm. Und jetzt ist auch das Thema durch. Also ich wäre nicht mehr eine gute Mama, glaube ich. So.
diese Ruhe, diese Geduld. Ich glaube, da, ja, man soll da reinwachsen, ich weiß, und da wächst man mit. Und das eigene Kind ist sowieso der Held auf Erden. Ja. Aber nee, nein, ist nicht meine Aufgabe. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Frau von Bergen, gute Mutter gewesen? Die fragen also, mich jetzt aber nicht, ob ich noch Kinder will, oder? Nein, nein. Sie haben Kinder bekommen, ne? Zwei Töchter. Ich hatte zwei Töchter. Genau. Und die eine ist hier in Hamburg mit 26 Jahren an Krebs gestorben. Wollen wir auch gar nicht weiter vertiefen, Nein. das Thema, weil ich auch weiß, dass Ihnen das sehr nahe geht. Haben Sie dennoch das Gefühl gehabt, dass Sie immer so für Ihre Kinder da sein konnten, auch in der sehr schwierigen ja. Zeit, 77 zum Beispiel als Stichwort? Ja. Das ist ja sowieso eine Ausnahmesituation, aber ich lasse ja nie gelten, wenn Frauen sagen, ich will die Karriere und ich will keine Kinder. Ich habe das immer gekoppelt. Das heißt, das war nie ein Problem. Meine Kinder waren total integriert. Ich habe Theater gespielt, ich habe Filme gedreht. Die Kinder waren immer ein Hauptbestandteil meines Lebens. Mhm. So. Und das hat nie meine Karriere behindert. Dann im Knast die Geschichte, da waren wir ja automatisch 5 Jahre getrennt, aber meine Kinder standen total hinter mir. Haben mich für nichts verurteilt, waren immer für mich da. Deswegen war auch das nie ein Thema. Sie haben mal gesagt über diese Zeit im Gefängnis, ich habe mich da eigentlich, so paradox und so seltsam es klingt, ganz wohl gefühlt, weil ich war da sicher. Richtig. Als ich rauskam und die Gesellschaft oder was weiß ich, also die Bevölkerung sich zum Teil mit Indianergeheul auf mich gestürzt hat, nun hatten sie... Herzlich willkommen zu einer Sendung der etwas anderen Art. Herzlichen Dank in Ihrem Studio. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank und willkommen zu einer Sendung, in der wir heute 5 Frauen begrüßen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob einen das ängstigen muss oder nicht. Wir wollen heute unter anderem reden über Lebensbrüche. Und zwar auch mit einer Frau, deren Leben voll von solchen Brüchen ist. Brüche, über die sie dennoch sagt, genau das hat mich stark gemacht. Und sie sagt auch, schöner Satz, Leute, die länger als eine Viertelstunde jammern, gehen mir tierisch auf den Geist. Herzlich willkommen also der Frau, die sich hier bei uns in der Sendung mal mit dem Satz unsterblich gemacht hat, Männer braucht man nur für das eine, aber auch das können die meisten nicht. Ingrid van Bergen, freue mich sehr. Das wiederum passt zu einer Frau, die eine der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation ist. Kein Buch unter 500.000 Auflage und die gerade ihren neuen Roman vorgelegt hat mit dem schönen Titel Traumfrau mit Lackschäden. Manche Männer gehen, schreibt sie, manche Männer bleiben und man weiß nicht, was schlimmer ist. Herzlich willkommen also, Amelie Fried. Freue mich sehr. Das wiederum passt sehr gut zu einer Frau, die mal gesagt hat, der 30. war grauenvoll, 40 war super, 50 war grauenvoll, 60 war okay. In der Tiefe ihrer Seele ist sie Schauspielerin, doch dann wurde sie mehr aus Versehen zur bekanntesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und wir hätten sie auch dann noch angehimmelt, wenn sie uns die Nachrichten auf Latein vorgelesen hätte. Herzlich willkommen also der Frau, die hier in der Sendung mal gesagt hat, also ich muss schon sagen, früher war ich ein ziemlich heißer Hase. Dagmar Bergkopf, freue mich sehr. Ja, so war's. Ja. Ja, wenn es jemanden gibt, der schon sehr, sehr früh erkannt hat, was sich aus dem Klimawandel machen lässt, dann ist sie es. Hat sich sehr zügig freigemacht von überflüssigen Textilien und bediente den Boulevard so geschickt, dass aus den fehlenden Klamotten irgendwann eine Masche wurde, die sie längst zu einer wohlhabenden Frau gemacht hat. Ob ein solches Geschäftsmodell Überwindung kostet, das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen also der Frau, die auf die Frage, wer denn ihre 3 Traummänner seien, mal die schöne Antwort gab, Dieter Bohlen, Boris Becker und Lothar Matthäus. Michaela Schäfer. So war's.
Ja, und wir freuen uns. Und wir freuen uns auf das Gespräch mit einer Ausnahmesportlerin. Dreimal hat sie bei den Paralympics Gold geholt, zig Weltrekorde gerissen und ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen dieses Landes. Dabei hätte sie in den dunkelsten Momenten ihres Lebens allen Grund gehabt, am Leben zu verzweifeln. Bei einem Motorradunfall in Griechenland wurde sie so schwer verletzt, dass sie querschnittgelähmt blieb. Das mit dem Gehen können Sie jetzt vergessen, hat ihr damals ein Arzt gesagt. Wie man nach einem solchen Satz wieder zurückfindet, das wird sie uns erzählen. Herzlich willkommen, Kirsten Bohn. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Abend nochmal. Frauenrunde zu Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft. Diese drei Männer waren tatsächlich mal die Idole ihrer Jugend. Also waren. Dieter Bohlen, Boris Becker und Lothar Matthäus. Wie alt waren Sie und wie alt waren die anderen? Also ich war 20. Damals war das wirklich, fand ich die drei toll. Weil die, warum? Aber ich war immer neidisch auf Blondinen. Und immer wollten alle Männer Blondinen haben. Und ja. Ne, Dieter Bohlen mag ja irgendwie nur dunkelhaarige, Boris Becker und der Lothar. Habe ich gesagt, cool, die finde ich toll. Ah, jetzt verstehe ich. Nur aus dem Grund. Und dann habe ich aber von so vielen Leuten ja, nur so blöde Sachen gehört. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, jetzt finde ich die nicht mehr toll. Und jetzt habe ich drei andere Männer. Jetzt gibt es drei neue. Ja. Wen gibt's da? Ich sage aber nur zwei, weil alles andere wäre, glaube ich, peinlich. Also Gerhard Schröder und Jogi Löw sind jetzt die zwei neuen. Und dann gibt es noch einen dritten, aber das sage ich nicht. Der dritte ist hier im Studio? Ist Ihr Freund, der gerade hier ist? Nein. Nein, nein. Ich glaube, sie findet sie ganz gut. Nein. Doch. Verstehe. Okay. Können wir diese Sendung einfach noch mal anfangen? Sie haben mich ja provoziert. Ja. Ich frage doch jetzt mal direkt in die Runde, wo wir darüber reden. Haben Sie Traummänner, Ingrid van Bergen, gehabt und aktuell? Also jeder Mann, den ich hatte, und das gab einige, war ein Traummann. Für einen beschränkten Zeitraum. Ja, aber ich verstehe das. Sie waren alt. Reden wir von Minuten, Stunden oder doch Tagen? Naja, es waren doch schon Monate. Ich war ja, ja. Mit einigen verheiratet. Ja, und das waren Traummänner. Ja, zu dem Zeitpunkt waren sie Traummänner. Und heute haben Sie jemanden, von dem Sie sagen, das wäre eigentlich genau mein Fall? Nicht wirklich. Also ich will jetzt nicht in und die... Und wie Sie so angewidert gucken dabei. Ich will ja nicht in dieselbe Kerbe hauen, aber... Ja. Also ich muss schon sagen, ich habe in meinem Kühlschrank einen Fernseher in der Küche. Wo? Nochmal. Ja, nicht drin, sondern draußen an der Tür. Also auf dem Kühlschrank. Drin wäre für manche Sendungen besser. Okay. Aber er ist auch... Da sehe ich fast jeden Tag wen? Markus Lanz. Das ist ja, da ging es ja nicht einzuwenden. Auf Dreisat und sonst wo, überall. Ja. Also man kann ihn nicht mehr auskommen. Wirklich. Na komm. Ja, ja. Nein, ich stalke sie heimlich, aber das ist ein anderes. Frau Berghoff, wie war es bei Ihnen mit 20? Prominente? Also ein bisschen später. Für mich waren immer Kevin Costner und Robert Redford die absoluten Typen. Auch Männer, die ich gesehen habe, wenn die denen ähnelten, fand Kevin Costner war mal hier in der Sendung. Beschreiben Sie mal die Faszination von Kevin Costner. Die Sensible, was dieser Mann hat. Der hat sowas Nachdenkliches. Das finde ich gar nicht. Das finde ich nur ja. Total. Doch, ja. Das ist ein Macho. Nein, nein. Wenn er guckt, der mit dem Wolf tanzt. Mein Gott, das war einfach. Aber Sie meinen nicht den Wolf, Sie meinen den Kevin. Ja. Eher den Kevin. Ja, frag eine Mann. Aber Kevin Costner, ja? Und Robert Redford, beide. Ja. Sind ja ein bisschen ähnlich. Kevin Costner war mal hier. Der hat mich, da war ich auch kurz davor, mich zu verlieben. Der hat mich tierisch wirklich beeindruckt. Das ist ein ganz feiner Mensch erstmal. Und der hat so eine Präsenz, wenn der so den Raum betritt. Ja. Oh ja. Der schönste Mann, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und das sage ich über Männer nicht oft. Ehrlich, ich habe den mal in der Tour gesehen in Berlin irgendwo. Und war ein bisschen entsetzt, weil er nicht sehr groß ist.
Aber so klein? Nein, der ist nicht sehr groß, ein bisschen größer als ich. Ja, aber ich mag eigentlich immer größere Männer. Also ich, Kevin in größer, das wär's. Ja. Das wär's. Sind Sie, das heißt, Sie sind demzufolge bis heute traurig, dass Sie nicht der Wolf waren, der mit ihm da... Ich wollte es nicht so sagen, aber ja, man könnte das schon irgendwie sagen und akzeptieren. Und heute, aktuell gibt es... Ach, da finde ich Liam Neeson gut. Liam Neeson, cooler Typ, ja. Das ist ein super Typ. Oder in Deutschland gibt es auch Stefan Jürgens oder Matthias Brandt. Nicht unglaublich, also tolle Schauspieler sind das. Ja. Männertypen für mich nicht so, aber doch Stefan Jürgens schon. Stefan Jürgens, okay. Frau Brun, wie ist bei Ihnen? Oje, das ist natürlich... Wie war es mit 20? Fangen wir doch mal einfach... Oder mit 14? Eher Dieter Bohlen oder Lothar Matthäus? Nee, wo das war der Winnetou. Wie Pierre Brice? Ja. Oh ja, schön. Mit diesen Haaren, die so schwarz waren, dass sie schon fast blau waren. Das hat mir immer gut gefallen. Aber das nur auf dem Pferd. Auf dem Pferd? Ich meine, auf dem Pferd war er toll. Sonst weiß ich nicht. Das ist ein Satz für die Ewigkeit. Vielleicht für Ihren neuen Roman können wir kostenlos abgeben, auf Frau Fried. Auf dem Pferd war er toll. Winnetou auf dem Pferd war er toll. Okay. Wissen Sie mehr, Frau van Bergen? Egal, wir reden gleich darüber. Ich habe mein erstes schwer verdientes Geld, habe ich wirklich auch für Boris Becker ausgegeben. Ich bin zum ATP-Finale nach Frankfurt gefahren, ja, das gestehe ich. Aber wegen des Tennis, nicht wegen Boris? Ja, auch wegen Boris, doch, ich fand ihn total. Frau Berghoff, Ihre schwierige Beziehung zum Tennis ist ja allgemein bekannt. Sie waren diejenige, die damals aus dem WTC-Turnier das WC-Turnier gemacht hat in den Nachrichten. Also bitte, müssen wir jetzt auch an der Stelle einfach noch mal... Wer ist heute? Wen finden Sie heute gut? Also ich fand diesen Alex O'Loughlin ganz toll. Ich weiß nicht, ob der Name richtig ausgesprochen ist. Alexandra O'Loughlin. Das ist Michaela Hilf? Ich kenne ihn nicht. Kennt ihr jemand Sportler hier? Oder? Das ist ein Schauspieler Moonlight. Das ist so dieses Pendant zu diesen Vampir-Geschichten. Ah, Sie mögen eher so diese blassen, ausgemergelten Typen? Nicht, aber der war einfach toll. Ja. Ja. Ansonsten ist das eigentlich eher eine Romanfigur, mein Traummann. Ich verstehe. Frau Fried, ich kann Ihnen die Frage nicht ersparen. Mit 20 oder mit 14 haben Sie für wen geschwärmt? Das erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe einen total, wie soll ich sagen? Sagen Sie irgendwas, sagen Sie den Almöhi oder sowas? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder sagen Sie Günther Jauch? Damals war ich in echte Jungs verliebt, also nicht in so Idole. Ja. Aber dann kam eben George Clooney und dann war es um mich geschehen. Also immer der Clooney. Ja. Ich habe schon für den geschwärmt, da kannte den hier noch keinen Menschen. Aber da war der doch ganz dick früher in Emergency. So lange kannte ich ihn jetzt ganz nicht. Ganz dick, der hat abgenommen im Laufe der Jahre. Das ist mir und seitdem egal. Sieht er einigermaßen aus. Einigermaßen, der Mann ist dick oder dünn. Wunderschön. Ich finde ihn unnötig. Frau Fried, können wir kurz die Frage klären, seit wann kennen Sie George Clooney? Seit wann kennen Sie George Clooney? Sie scheinen ihn länger zu kennen als alle anderen. Nein, aber ich habe halt schon sehr früh Emergency Room gesehen und fand ihn halt schon toll, als dieser ganze Hype noch nicht so groß war. Ja. Jetzt finden ihn alle toll, jetzt ist es nicht mehr so spannend, das ist schon klar. Ja. Und außerdem interessiert er sich auch nicht sonderlich, glaube ich, für uns. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist er ja verlobt. Spenderisch mit allem. Und ich sage dann halt, kann ich bei dir baden oder auch die Haare wasche ich mir dann offen bei ihm. Im Ernst jetzt? Ja, das mache ich wirklich. Aber ich bin auch so ein Typ, ich will meine Wohnung nicht beschmutzen. Und finde es dann halt auch nicht schön, wenn ich dann überall meine Haare, ja, ich meine, hier, ich habe Extensions, überall diese schwarzen Haare und so. Ich bin schon sehr auch penibel. Das heißt, Sie ziehen sich nichts an, weil Sie die Kleider schonen wollen? Ist das die Idee dahinter? Cool. Das ist eine ganz coole Penthouse-Wohnung, so müssen wir uns das vorstellen. Ja, eine sehr schöne Penthouse-Wohnung. Ich habe ja früher, also 7 Jahre lang, in einer Einzimmerwohnung gewohnt, 32 Quadratmeter. Mhm. Konnte auch selbst da oft nicht die Miete zahlen. Also die waren nur 300 Euro, aber ich konnte oft die Miete nicht zahlen. Das ist ein Bild aus dieser Penthouse-Wohnung? Genau, das ist die neue Wohnung. Genau. Wow. In der wohne ich jetzt seit 6 Monaten und habe ich auch alles selbst gestaltet. Also Grundriss gemacht und... Also viel gekocht wird da nicht, ne? Nee, da wird gar nicht gekocht. Also auch die Kaffeemaschine darf man auch nicht benutzen. Warum nicht? Weil die so schön ist mit den Steinchen und ich will nicht, dass da Kaffeespritzer reinkommen. Das ist nicht schlecht. Aber Frau Schäfer, wissen Sie was? Eine normale für die Gäste, weil ich trinke keinen Kaffee, aber da ich eine gute Gastgeberin bin, habe ich natürlich dann eine gekauft. Ja. Lassen Sie uns doch nicht über Ihre Karriere sprechen, sondern einfach nur über Ihre Neurosen. Das fände ich eigentlich, glaube ich, noch mal ergiebiger, oder? Das ist ja irre.
Krass. So, also da ist nie einer. In der Wohnung? Ja. Doch, natürlich. Also sehr, aber leider nur beruflich, ne? Also viele Kamerateams und so. So, und die Idee ist was? Also auch das habe ich nur nachgelesen. Da gibt es einen klaren Wirtschaftsplan, mehrere Wohnungen zu kaufen, um dann irgendwann von den Mieteinnahmen leben zu können. Ja. Also ich muss sagen, ich habe wirklich, meine größte Angst ist die Existenzangst. Das ist wirklich so. Dadurch, dass ich halt wirklich in sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden bin, ohne Vater, hatte halt nur eine Mutter, die hat nur halbtags gearbeitet, hat wirklich einen sehr geringen Lohn bekommen und hat nur wegen mir nie Karriere gemacht, hat Politikwissenschaften studiert und hat einfach eigentlich alles für mich zurückgesetzt, wollte groß in der Wirtschaft rauskommen. Und ja, das hat sie halt alles nicht gemacht, weil ich kam. Und das rechne ich ihr auch hoch an. Aber trotzdem hatte ich halt wirklich, hatte nie materielle Sachen, hatte nie mein eigenes Zimmer, nie einen Fernseher. Das Teuerste, was ich hatte, war ein Walkman. Und ich möchte halt auf keinen Fall mehr dahin zurück. Und jetzt, wo ich wirklich relativ viel Geld verdiene, sage ich mir halt, okay, ich lege alles an. Weil klar, Gucci-Taschen sind schön, aber verlieren Wert, aber Immobilien nicht. Und haben die einzige Investition, nennenswert, die Sie getätigt haben, war die in Ihren Körper? Wenn wir ehrlich sind, auch nicht so viel. Da habe ich auch viel gesponsert bekommen. Ja, also ich meine, klar, die erste OP habe ich mir natürlich... Wer sponsert Brüste? Ja, Schönheitskliniken natürlich. Ich meine, es gibt nicht viele, sagen wir mal so, prominente Frauen, die das zugeben, die zu den Schönheitsoperationen stehen, die wirklich sagen, ja, ich habe mir die Brust machen lassen oder die Nase, das ist der Arzt. Da gibt es ja kaum welche, die das machen. Aber sie hat ja recht. Ich meine, auch wenn sie geizig ist, irgendwann will jemand ihre Oberweite nicht mehr sehen. Ja, das wird passieren. Und das weiß sie auch. Also irgendwann kann sie ihren Körper nicht mehr verkaufen. Und dann muss sie gesettelt sein. Wie viele Operationen haben Sie hinter sich? 7 Stück. Womit ging es los? Womit ging es los? Mit 16 habe ich mir die Nase machen lassen und das Kinn. Ja, weil die Nase groß war? Das Kinn auch. Ja, ich hatte einen Höcker auf der Nase, war auch zu breit. Also mir hat meine Nase nicht gefallen. Und da ich schon immer wusste, ich will vor der Kamera stehen. So sahen Sie mal aus, ne? Ja, das ist ja noch ein gutes Foto. Ja, da war ich auch ein bisschen geschminkt. Und der sollte Victoria Beckham darstellen. Da war ich 14, weil ich war immer Victoria Beckham-Fan. Ja. Ja. Fand ich immer toll. Ja. Weiß nicht, ob man das, die Ähnlichkeit. Man sieht das direkt. Und dann? Ja, dann habe ich mit 18 mir die Brust machen lassen. Und dann die nächsten Brust-OPs, Nasen-OPs, weiß ich gar nicht mehr. Letztes Jahr. Nochmal Nase dann auch? Ja, insgesamt 3-mal Nase, 4-mal Brust, 1-mal Kinn. Warum Kinn? Ich hatte ein fliehendes Kinn. Also es ging so ein bisschen nach innen. Ich bin Perfektionist, was das angeht, einfach gewesen. Aber warum so auf Brust? Ich wollte eine große Brust haben. Also ich stehe auf große Brüste. Und ich wollte immer eine große Brust haben. Und die ging nicht von einmal. Also die Haut hat sich natürlich nicht mitgedehnt. Deswegen 4-mal. Und jetzt bin ich aber zufrieden. Reicht jetzt? Es reicht. Ja, weil ich möchte nicht pornografisch aussehen. Weil dann hebe ich mich auch nicht mehr von meinen Kolleginnen ab. Es soll alles noch schön sein und ich finde, das sieht noch schön aus. Ist ja die Frage, ab welchem Punkt sowas dann zur Sucht wird irgendwann, ne? Ja. Ja, also ich bin der Meinung, ich bin nicht süchtig. Überhaupt nicht. Ne? Also ich spritze auch jetzt kein Botox zum Beispiel, das sieht man auch. Ja, noch nicht. Ja, ich habe schon gespritzt. Ja, klar. Botox? Ja. Klar, warum denn nicht? Ja. Warum? Ich habe schon alles ausprobiert. Ich probiere einfach viele Sachen aus. Ich denke da nicht so nach. Ich denke auch nicht nach, oh, was sagen die anderen oder so. Mache ich mir nicht so einen Kopf. Ich mache eigentlich schon immer das, was ich wollte. Mhm. Und vielleicht habe ich halt deshalb auch so einen kuriosen Beruf gewählt. Ich meine, ich wollte schon immer berühmt werden und hätte ja auch so einen ganz ordentlichen Weg gehen können. Ja? Schauspielausbildung oder Gesangsausbildung, Sprechtraining, wäre Moderatorin geworden. Aber irgendwie dachte ich mir, was wollte ich nie. Also irgendwie, es war immer zu langweilig. Und ich wollte mal was anderes machen. Ja, und ist ja auch erfolgreich. Eint Sie ein bisschen, ne? Sie sind ja eigentlich auch mehr aus Versehen im Grunde die berühmte Nachrichtensprecherin geworden. Ja, ich wollte Schauspielerin werden. Also ich wusste das, seit ich Kind war eigentlich. Und ab 14 ganz sicher, dass ich Schauspielerin werden will und habe diesen Weg ja auch gegangen. Oder bin ihn gegangen mit 3 Jahren Schauspielschule hier in Hamburg. Und nur dann hat mein Weg mich eben Richtung Funkfernsehen geführt. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber ist es wahr, dass Sie eine ganze Zeit lang, immer wenn Sie in Theateraufführungen waren? Furchtbar, ich wollte auf der Bühne stehen, ich wollte spielen. Und wenn ich nach Hause ging, dann habe ich die Hauptrolle noch nachgespielt für mich. So. Das hat Jahre gedauert. Heute gehe ich gerne ins Theater. Aber damals, das war furchtbar eigentlich. Das heißt, Sie sahen da unten gesessen und hatten Frust, weil Sie nicht da oben stehen. Ja, genau.
Aber haben dann irgendwann ihren Frieden damit gemacht. Und das hat sich so ganz langsam dann. Nun ist dieser Beruf, den ich hatte, war ja auch sehr spannend. Weil ich habe Radio im Radio gesendet oder im Fernsehen verschiedenste Sendungen. Mhm. Er war so vielseitig, dieser Beruf. Mhm. Und mitten im Zentrum der Nachrichten. Mhm. Vieles, was wir gar nicht senden konnten, wusste ich ja auch noch, was noch hinter den Kulissen alles war. Also es war schon ein spannender Beruf. Wenn wir gerade über Eingriffe dieser Art sprechen, Amelie Fried sagt, ich lehne das komplett ab. Und für mich? Ja. Ich finde, jede Frau muss das selbst entscheiden. Und würde ich sozusagen, also wäre mein Beruf mein Körper, würde ich das vielleicht auch anders handhaben oder sicher sogar. Aber ich für mich möchte es nicht, weil ich eigentlich immer schon... Also ich war halt nicht so eine Schönheit, ja. Und ich habe halt gedacht, es ist vielleicht besser, ich verlasse mich auf das, was ich im Kopf habe und bilde das aus und mache daraus was. Entschuldigung, das jetzt überhaupt hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht okay finde, was Sie machen. Sie sind eine sehr schöne Frau und Sie machen das, weil Sie ein Talent dafür haben und weil Sie einen wunderbaren Körper haben. Wenn man eben aus Verhältnissen kommt, wie Sie erlebt haben, dieser Wunsch, da rauszukommen und was zu erreichen und irgendwo hinzukommen im Leben, das finde ich absolut nachvollziehbar und legitim. Und das machen Sie mit Ihren Mitteln und Möglichkeiten und andere machen es mit ihren Mitteln und Möglichkeiten. Ich finde es völlig in Ordnung und ich habe damit überhaupt kein Problem. Nur wie gesagt, für mich ist jede Form von Veränderung an meinem Körper etwas, was mir, also wo ich Angst davor habe und das möchte ich einfach nicht. Mhm. Ja? Also ich meine, legen Sie mich nicht fest, sprechen wir uns in 10 Jahren wieder. aber im Moment bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es erstmal nicht möchte. Ich finde, Sie sollten das genauso weiter durchziehen, wie Sie es bis jetzt gemacht haben. Kirsten Brun ist bei uns. Frau Brun, wann war für Sie klar, ich werde Leistungsschwimmerin? Ich gehe diesen Weg. Anstrengend. Das war nie klar. Das war ursprünglich nie der Plan? Nee. Damit kann man kein Geld verdienen, zumindest nicht normal. Also so gesehen... war das nie ein Plan. Mhm. Sondern das Leben hat dann so gespielt, dass es sich irgendwann so ergeben hat. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Also ich habe immer Schwimmen leistungsmäßig betrieben. Mhm. Aber es war nie so gut, dass ich hätte eine Franziska von Almsick werden können, die damit verdienen kann. Mhm. Oder vielleicht jetzt heutzutage Britta Steffen, die ja auch nicht mehr schwimmt leider. Nee, das war nie ein Plan. Mhm. Welche Gedanken haben Sie sich bis 1991, bis zu jenem Sommer 91 über das Leben gemacht, über das, was auf Sie zukommt? Ich wollte immer einen Beruf erlernen, wo ich Menschen helfen kann. Mein Vater ist Polizist gewesen, hat Menschen geholfen, so war es damals noch. Meine Mutter ist staatlich geprüfte Maniküre und Pediküre, war im medizinischen Bereich, hat dann im Sanitätshaus gearbeitet, viel mit Menschen zu tun gehabt, die Hilfsmittel benötigten, jeglicher Art und Weise. Und ich selber habe damals auch Schwimmkurse gegeben für Down-Syndrom, also sowohl körperlich wie auch geistig kranke oder behinderte Menschen. So diese Situation, einfach was Gutes zu tun, das war so mein Ziel. Mhm. War leider dann das Abitur nicht so gut, dass ich Medizin hätte studieren können. Da waren ein Wartesemester damals noch. Und das war alles Zeit, die ich nicht verdödeln wollte. Mhm. So, und habe dann gedacht, wie kannst du diese Zeit nutzen? Und wollte natürlich mich weiterentwickeln. Und da habe ich mir gedacht, als Au-pair in Amerika, das kann mich in jeglicher Hinsicht reifen und kann mir Erfahrung holen, sowohl auch in der Sprache, weil das Englisch in der Schule, das war nicht so meins, das fand ich sehr langweilig. Und das amerikanische Englisch, das war schon interessanter für mich. Und da habe ich dann letztendlich erst mal gedacht, jetzt entwickelst du dich und reifst dich so ein bisschen im Ausland. Und so ist es dann eigentlich nicht so gekommen, wie ich es geplant hatte. Das stimmt. Da kommt nämlich etwas dazwischen, ein Urlaub in Griechenland. Sie sind mit Ihrem Freund in Griechenland und es kommt zu einer Situation, von der ich auch bei der Beschäftigung mit diesem Thema gedacht habe, wie kriegt man das irgendwann aus dem Kopf, also nicht mehr damit zu hadern. Ich beschreibe das mal so, wie ich es verstanden habe. Sie sind in diesem Hotel, Sie liegen am Strand oder am Pool, wo auch immer, und wollen sich einen gemütlichen Tag machen. Ihr Freund, Motorsport, Motorradsport begeistert, sagt, pass auf, ich fahre heute da ein bisschen rum. War die Insel Kos, ne, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Ich fahre ein bisschen rum, ich schaue mir das an. Kommt nach kurzer Zeit zurück, nach ein paar Stunden, und sagt, Kirsten, das ist so schön, komm du doch auch mit. Sie haben eigentlich gar keine Lust und entschließen sich trotzdem, um ihm vielleicht eine Freude zu machen, auf dieses Motorrad zu steigen. Was passiert dann? Ja, wir hatten dann wirklich uns gedacht, wir gehen auf die höchste Erhebung. Berg kann man da nicht so sagen. Und Serpentinen bergauf, die muss man natürlich, wenn man oben fertig ist. Also, was war das für ein Satz? Können wir den noch mal ganz gerne?
die? Naja, ja, das weiß Männer, doch jeder. Was weiß denn jeder? Was Amelie gerade gesagt hat. Es gibt Gerüchte, dass er sich nicht sonderlich für Frauen interessieren soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Oh Mann. Diese Sendung läuft völlig aus dem Ruder, merken Sie das? Also, ich weiß es ja auch nicht. So gut kenne ich ihn dann auch wieder nicht. Ja. Aber die einen sagen so, die anderen so, aber die meisten sagen so. Die meisten sagen so. Ja. Verstehe. Was sagt denn Wilhelm Wieben? Der interessiert sich nicht für George Clooney. Ja. Der ist ihm zu glatt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Sendung weitermachen soll. Das wird mir jetzt den Rest der Sendung durch den Kopf gehen. Ja, Sie wollten ja unbedingt 5 Frauen einladen. Ja. Das war okay, ich mache das jetzt häufiger. Großer Spaß, ehrlich gesagt. Und früher waren das eher der erste Mann, in den Sie verliebt waren? Ja, das waren dann schon immer so gut aussehende Jungs. Und die haben sich immer als totale, wie soll ich sagen, Versager entpuppt. Weil Versager? Gut aussehende Männer. Auf welchem Männer, Gebiet Versager, ja, gut Frau aussehende Fried? Männer haben das Problem, dass sie immer dafür gelobt werden, dass sie so gut aussehen. Und dann versäumen sie gelegentlich, ihre anderen Fähigkeiten ein bisschen zu entwickeln. Und deswegen sind gut aussehende Männer, entschuldigen Sie, nehmen Sie es nicht persönlich. Was ist das? Also Sie ist mal ausgenommen, aber gut aussehende Männer sind manchmal langweilig. Ja. Sie haben mal den schönen Satz geschrieben, ich war abonniert auf die Typen, die ein Schild auf der Stirn trugen, auf dem stand, Achtung, ich bin ein narzisstisches Arschloch und tue alles, um dich unglücklich zu machen. Genau. So war es auch. Also genau auf diese Typen bin ich halt ziemlich lange immer reingefallen. Ja. Deswegen hatte ich auch permanent Liebeskummer. Ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, es ist irgendwie das falsche Beuteschema. Jetzt muss ich mal irgendwie versuchen, was anderes so zu finden. Dass man sagt, es gibt ja also bei Männern diesen Spruch, dumm, F-Punkt, gut. Dumm? Was ich will steht? Das auch nicht aussprechen. Nein. Einfach nur eine Umschreibung für dumm frühstückt gut. Dumm frühstückt gut. Aber ist das umgekehrt auch so? Ich meine, bei Männern auch, wenn sie dumm sind. Also wenn sie dumm sind, bin ich nicht mit ihnen ausgegangen, weil da habe ich mich dann sofort gelangweilt. Also ein bisschen Grips müssen sie dann schon haben. Abgesehen davon, dass es auch gar nicht stimmt. Ich habe genug Leute interviewt. Es stimmt gar nicht. Dumm, F-Punkt, nicht gut. Naja, ich habe sie interviewt. Was heißt denn interviewt? Naja, mal ein bisschen nachgefragt. Männer öffnen sich ja gerne. Was? Seit wann das denn? Ja, Frauen auch. Seit wann das denn? Ja, wie? Mein ganzes Leben lang habe ich Leute interviewt. Mich hat besonders natürlich ihr sexuelles Verhalten interessiert. So, jetzt geht's los. Jetzt auch geht's wenn los. Es mich auch mich nicht betraf. Welche Fragen stellen Sie dann? Aber mich alle. Ich stelle alle Fragen. Aber Beispiel? Bei diesem Thema gibt doch ich kriege aber nie diese Antworten. Nee. Da gibt keiner eine ehrliche Antwort? Bei dem Thema gibt doch nie irgendeiner eine ehrliche Antwort. Es geht ja schon aber auf welche Fragen? Dann dürfen wir mal die Fragen erfahren. Erst naja, die Zentimeter schon zum Beispiel. Die was? Über die wollen wir gar nicht reden. Über was? Die Zentimeter. Das sagen doch alle Frauen immer, dass das doch alles gar keine Rolle spielt. Ja, das ist eine Lüge. So, ich wusste es. Frau Schäfer, warum gucke ich Sie jetzt an? Ich weiß es nicht. Ich bin der gleichen Meinung. Das ist wirklich eine Lüge. Also eine ich Lüge. Habe auch schon Sex abgebrochen, als ich gemerkt habe, dass das nicht gewisse Zentimeterzahl war. Was? Als ich das gemerkt habe, habe ich dann gesagt, du... Wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen oder was? Ich habe keine Lust mehr gehabt dann einfach. Als ich gemerkt habe beim Fühlen, oh nee, bitte stopp jetzt! Frau Berghoff, können Sie mir helfen, diese Sendung wieder seriös zu kriegen? Wir fragen jetzt mal, was Ihr Frauentyp eigentlich ist. Das wollte ich überhaupt gar nicht.
Um mich geht es heute überhaupt gar nicht. Im Übrigen finde ich ohnehin, dass es wirklich nur auf innere Werte ankommt. Da wären Sie der erste Mann. Haben Sie eine Röntgenaufnahme bei sich zu Hause hängen? Ja, ja, klar. Aber ist doch wirklich so. Und wenn es um Liebe geht, geht es doch tatsächlich wirklich nicht nur um Aussehen, finde ich. Nicht nur. Nicht nur. Aber Schönheit ist erstens was sehr Relatives. Ja, und zweitens ich auch. Natürlich etwas, was auch im Auge des Betrachters liegt. Aber lass uns jetzt nicht zu seriös werden in dieser Sendung. Das ist jetzt trotzdem auch nicht spielt es natürlich eine Rolle. Also jetzt ja. wollen wir nicht irgendwie scheinheilig werden. Ja, wir reden gleich noch total. Also, Frau Berghoff, Sie haben Interviews gemacht, Frau Berghoff. Frau Berghoff? Ich bin gerne Frau Berghoff. Wir kennen uns lange und mögen uns. Okay. Ja, schon gut. Ein Lapsus Linguae. Ein Lapsus Linguae, was mich direkt wieder zum Thema bringt. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Sie meinen, das ist gefährlich. Bei Linguae sind Sie wieder beim Thema? Ja, ja. Das finde ich auch klar. Ist gut, ne? Die Linguae ist die Zunge. Wie war das denn? Das wollte ich fragen. Wie war das denn, also, als Sie jung waren, als Sie aufgewachsen sind, wie war das, wenn man sich dann in einen jungen Mann verliebt hat und den gut fand und dem mitteilen wollte, pass auf, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, bitte ankreuzen. Das war bereits, als ich das Abitur machte, mit einem Abiturienten auch, sind wir mit dem Fahrrad in den Wald gefahren. Das war das größte Desaster aller Zeiten. Der wusste nichts und konnte nicht, ich auch nicht. Das ist also wirklich, das war nur furchtbar. Ich glaube, ich habe jahrelang, er hatte einen Platten. Das Fahrrad hat er. Am Fahrrad. Und ich glaube, ich habe jahrelang keinen Mann mehr angesehen, weil es so eine Enttäuschung war. Ehrlich? Ja. Jetzt ernsthaft? Ja, ganz ernst. Aber ich fand es so enttäuschend. Nur meine Tochter hat das noch übertroffen. Eine meiner Töchter, die hat mal zugesehen, wie Vögel Liebe machen. Und nach 2 Sekunden war alles vorbei. Und da hat sie gesagt, war's das oder wie? So, ich habe gesagt, du kannst davon ausgehen, das war's. Aber es ist wirklich so, dass er so, wenn man jemanden kennenlernt, so einen jungen Menschen damals, in Ihrer Zeit, wie hat man das angestellt? Wie ist man sich da näher gekommen? Die Eltern müssen ja nichts wissen. Wissen Sie, die Jugend von heute, oder besser gesagt, die Generationen heute haben ja keine Ahnung. Also, als ich in Betrieb genommen wurde, war ich 19. Hatte ich gerade das Abitur gemacht, da war ich 19. Und damals gab es keine Verhütungsmittel, zumindest keine von denen wir wussten, keine Pille, gar nichts. Wir wollten aber alle nicht schwanger werden. Und ich erinnere mich nur, als es dann endlich mal losging, dass alle Frauen mir erzählt haben, dass sie immer nur gesagt haben, pass auf, bitte, pass auf, pass doch bitte auf. Hören Sie mal, das war kein Vergnügen. Wirklich nicht. Stress. Ja, das ist Stress. Heute leben die doch völlig unbefangen sexuell. Aber damals war das anders. Also ganz unbefangen? Also ich glaube, dass die jungen Leute heute auch Angst vor AIDS haben nach wie vor und zu Recht. Und das kommt ja erschwerend hinzu. Sich natürlich schützen müssen und sehr früh den Umgang beispielsweise mit Kondomen lernen müssen, was ja auch nicht angenehm ist, wenn man 16 ist und das erste Mal irgendwie vielleicht sich gerade probiert. Also ich finde nicht, dass die so sorglos leben konnten. Die einzige Generation, die wirklich sorglos gelebt hat, war unsere. Weil also es gab schon die Pille und noch kein AIDS, wenigstens für einige Jahre. Also wir hatten eine richtig gute Zeit. Ja, okay, aber das war jetzt nicht so verbreitet. Also ziemlich verbreitet. Also, aber egal. Auf alle Fälle, heute hat man mehrere Möglichkeiten. Die gab es damals nicht wirklich. Welche? Sie meinen, um nicht schwanger zu werden, meinen Sie jetzt? Ja, und auch also es gibt Kondome, um sich kennenzulernen. Es gibt die Pille, ich wollte jetzt vor allem auf das Kennenlernen hinaus. Wie erlebt Kirsten Brun das? Also gehen Sie eher auf Männer zu oder warten Sie? Nein. Nee. Sie warten, bis der auf Sie zukommt. Ja, das ist eher die Tendenz. Ja. Sehe ich auch so. Weil Sie auch die Jäger- und Sammler-Theorie für die glaubwürdigere halten? Man mag es nicht meinen, aber ich bin schüchtern. Und deswegen würde ich niemals die Initiative ergreifen oder so selbstverständlich und selbstbewusst daran gehen. Ist das etwas, das ich, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber Sie waren eben auch schon gemein zu mir, der George Clooney-Spruch, der kommt irgendwann wieder aufs Tablett. Wenn man einen Hauch älter wird, also so wie Sie, 26, 27, wird man dann selbstbewusster auch als Frau und geht dann eher mal hin und sagt, dich pflücke ich heute Abend?
Also ich war jetzt länger nicht in der Verlegenheit, weil ich ja 23 Jahre verheiratet bin und eigentlich sehr glücklich. Also insofern weiß ich jetzt nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt wieder Single wäre und müsste wieder auf die Pirsch gehen. Also das käme jetzt auf den Versuch an, das kann ich Ihnen jetzt schwer beantworten im Moment. Aber Sie hatten auch so mit 30 sowas wie Torschlusspanik, ne? Haben Sie mal erzählt. Oh ja. Total. Also ich hatte meinen 30. Geburtstag und das war ganz furchtbar, weil ich dachte, lerne nie den richtigen Mann kennen, ich werde nie Kinder haben, ich werde nie eine Familie haben. Das habe ich mir sehr gewünscht und es sah gar nicht gut aus, weil wie gesagt, ich war ja noch abonniert auf diese gut aussehenden Typen mit dem Schild auf der Stirn und so. Und irgendwann überraschend tauchte dann doch ein Mann auf, der eben ganz anders war, den ich zunächst auch gar nicht so richtig zur Kenntnis nahm. Was war das für eine Situation, wenn ich fragen darf? Oh Gott. Das waren Sie. Ganz, oh Gott. Das ist nicht der Mann, der auftaucht, ne? Das ist Frau Fried. Die Frisur ist erstaunlich, ne? Ja, die Frisur, erstaunlich ist ein schönes Wort dafür, ja. Na gut, also ich traf diesen Mann bei einer Kulturpreisverleihung, wir wurden einander vorgestellt und er saß auf so einer Brüstung und guckte mich an und ich merkte, der hat irgendwie komplett steifen Nacken. Was ist denn los? Wieso guckt er so komisch? So? Dann redeten wir ein bisschen und dann guckte ich dem in die Augen und jetzt... Wirklich, Sie werden es kitschig finden, aber es... Sie mich endlich in der Zange. Da habe ich oft gesagt, speziell zur Presse, Gott, ich sehne mich zurück ins Gefängnis und dicke Mauern und eine dicke Eichentür. Und da war ich sicher. Mhm. Ich brauchte also eine bestimmte Zeit, um wieder Luft zu holen und auch Anfeindungen aus dem Weg zu gehen. Okay, aber ich hatte lange Sehnsucht nach dem Knast. Wird mir keiner glauben, nicht? Doch, gibt ja immer wieder Leute, die genau das berichten. Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann tatsächlich wieder in Ihrem Beruf arbeiten konnten? Ging das wirklich schnell? Ganz schnell. Und hielt dann auch an? Ja, immer. Möglicherweise, das kann ich ja nicht beurteilen, möglicherweise mit zunehmendem Alter wird es ja auch schwieriger in meinem Job, aber möglicherweise ist es so, dass ich weniger zu tun hatte. Aber ich bin immer kontinuierlich in diesem Beruf geblieben. Mhm. Und daran waren auch wieder die Talkshows dafür verantwortlich, weil ich bei denen ganz, ganz ehrlich auf alle Fragen geantwortet habe. Wer immer was von mir wissen wollte, dem habe ich alles erzählt. Und ich glaube, man hat mich auch für meine Aufrichtigkeit geschätzt. Mhm. Die hat gesagt, die geht damit ganz offen um. Okay, die versteckt sich nicht hinter irgendwas. Und deswegen hat man auch im Beruf gesagt, okay, sie ist Schauspielerin. Wie hieß der? Friedhelm Münter? Ja, damals. Friedhelm Münter. Ja, der hatte ja diese Sonntagsgeschichte, wo man interviewt wurde. Und da hatte er vorher Rechercheure in die Mönckebergstraße geschickt und hat gesagt, was haltet ihr von Ingrid van Bergen? Das wurde eingespielt im Sender und die haben alle in Übereinstimmung, haben die Leute gesagt, Mann, du bist aber mal hier wirklich gut. Das ist eine gute Schauspielerin, wir wollen die sehen. Mhm. So hat die Bevölkerung reagiert. Geschichte wiederholt sich an dem Punkt. Frau Fried, selber Talkshow-Gastgeberin gewesen, schon sehr, sehr früh, live aus dem Alabama. Haben Sie sie mal interviewt? Ich glaube nicht, dass wir uns in der Sendung begegnet sind. Wir waren mal zusammen in einer Talkshow im NDR. Zusammen eingeladen, aber also Sie waren nie mein Gast. Ja. Mhm. Das ist ja genau dieses ambivalente Ding, das Sie gerade beschreibt. Mhm. Auf der einen Seite diese Sucht sozusagen und auch letztendlich die Notwendigkeit, eine sensationelle Geschichte irgendwo zu präsentieren und auf der anderen Seite jemandem nicht so zu nahe zu treten, dass du nicht persönlich verletzt. Das ist schwer, aber ich denke, Frau van Bergen, Sie haben es auch eben selber schon gesagt, Sie haben die große Gabe, so authentisch zu sein, dass man, glaube ich, auch nicht so eine Scheu hat Ihnen gegenüber. Also das spürt man auch an der Art, wie Sie miteinander zum Beispiel umgehen. Sie machen es einem sehr einfach. Sie öffnen sich, Sie sind Sie selbst. Es gibt Gäste, bei denen ist das viel schwieriger und da hätte ich auch eine viel größere Scheu. Also bei Ihnen hätte ich jetzt keine Angst, Sie alles zu fragen, was mich interessiert, weil das ich das Gefühl habe, Sie können damit umgehen. Also wenn die Leute sagen, haben Sie ein Thema, was Sie nicht angesprochen haben wollen, sage ich, nein, überhaupt nicht. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Ob ich Ihnen dann antworte, ist eine andere Frage. Aber Sie können mich alles fragen. Und so ist es immer gelaufen. Das ist natürlich sehr angenehm. Wenn wir noch mal einen kleinen Schritt nur für einen Moment zurückgehen. Also schwierige Zeit, Flucht aus dem Osten. Wir haben auch darüber schon mal uns unterhalten, sehr ausführlich. Wie ging das los mit der Schauspielerei? Wie kam man zu der Zeit damals, bevor wir dann nämlich gleich zu Michaela Schäfer kommen, um mal zu klären, wie man eine Karriere dieser Art heute startet? Wie ging das damals los? Da hat ja keiner auf einen gewartet. Ja, also ich habe Abitur gemacht in Reutlingen.
Und habe dann, bin ich einem Verlobten weggerannt, dessen Freundin mir geschrieben hat, dass sie nach wie vor Sex mit ihm hat. Und da bin ich auf der Reeperbahn gelandet und wusste nicht, wovon ich leben soll und hatte kein Geld. Und da sah ich an irgendeiner Mauer auf der Reeperbahn Taxi Girls gesucht und eine Telefonnummer. Da bin ich hingegangen in die große Freiheit. Und ja, da wurde mir ein Rock mit einem Schlitz bis hier oben verpasst und so ein Ausschnitt, so. Und dann wurden wir an einen Tisch gesetzt mit einem Lämpchen, mit der Mahnung, wir dürfen also in keinem Falle mit irgendeinem Mann was anfangen. Das war zur Zeit des Koreakriegs und die Kerle kamen ungebremst von den Schiffen. Und ja, das kann ich Ihnen sagen. Und das ist, da durfte ein Captain Girl rannte mit so einem Bauchladen rum und die hat Chips verkauft. Und man, die Männer konnten einen Chip kaufen und konnten dafür 3 Tänze haben. So, und dann forderten sie uns auf. Lieber haben sie mit uns getanzt. Die sprachen Englisch. Wir konnten ja kaum, ich hatte nur Stuhl Englisch parat. Aber sie wollten lieber mit uns tanzen. Das war eine heftige Erfahrung. Das heißt, ja, aber eigentlich ganz harmlos letzten Endes. Naja, aber nicht morgens um 5. Und da musste man mich nach Hause begleiten. Da standen die natürlich vor der Tür. Verstehe, weil sie mehr wollten als nur tanzen. Ja, na logisch. Ja, welcher Mann nicht? Also das wäre das nächste Mal. Die wollten natürlich mehr als tanzen. Das habe ich ein paar Monate gemacht. Und Sie haben das mal beschrieben. Ich habe mir selber vorgenommen, ich habe mir geschworen, es wird niemals dazu kommen, dass da mehr passiert. Warum? Hätten Sie ja verlieben können zum Beispiel. Nun ja, es gab einen Gitarristen, einen Ungarn. Ich weiß sogar noch, wie er hieß. Er wird nicht mehr leben. Er hieß Tibor Reisner. Das ist etwas, was ich nie vergesse. Das war, also das ist, manche Ungarn haben so traurige Augen, wie der traurige Sonntag. Und der war so traurig. Und nachdem ich also die ganze Zeit dem Sex sozusagen abgeschworen hatte, ich war ja praktisch noch Jungfrau, ich war ja ganz jung. Und da habe ich gedacht, also den musst du trösten. Aber Gott sei Dank, er konnte nicht. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. Schöne Geschichte. Ich konnte meinen Schuh halten. Ja. Wäre eine Karriere wie die von Michaela Schäfer zu ihrer Zeit möglich gewesen? Ja, ja, das wär sicher, aber nicht für mich. Abgesehen davon, ich war... Ich kenne sie nicht. Ich sehe mir das Dschungelcamp ja nicht an, außer dass ich mal selber dabei war. Aber sowas sehe ich mir nicht an. Aber daher kenne ich ihre Oberweite auch nicht. Das war zu der Zeit absolut nicht möglich. Also das war eine so prüde Zeit. Das war, es war gar nicht möglich. Ich habe in Rosen für den Staatsanwalt, sieht Walter Geller mich einmal im Badezimmer, im Türspalt von hinten. Das war, da hat Udo Lindenberg gesagt, ich habe mir den Film 100-mal angesehen, nur weil ich dich im Türspalt gesehen habe. Und das war's, mehr gab es da nicht. Was sagt denn Dagmar Berghoff zu dem Phänomen Michaela Schäfer? Das ist ja dann pars pro toto, wenn man so will. Also gibt es ja viele. Man hat den Eindruck, es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die davon lebt, dass Berühmtsein ein Wert an sich ist. Also Berühmtsein reicht, um daraus ein Business zu machen, ein Geschäft zu machen, was nichts Anrüchiges ist. Aber es ist ein anderes Geschäftsmodell als das, was Sie beispielsweise kennen. Aber wem es gelingt, sei es mit seiner äußeren Schönheit oder sei es mit Witz oder sei es mit Lustigsein oder so, wem es gelingt, übers Fernsehen, was es damals ja auch noch nicht gab, so nah an die Menschen ranzukommen und dann damit Geld zu verdienen. Ja, aber lustig sein, die Komödien sind ja lustig, das ist ja toll. Die können ja was. Ja, aber die Titten herzeigen alleine, entschuldigt bitte, das kann ja nun wirklich nicht ein Grund dafür sein. Wenn man Model ist, es ist auch der schöne Körper und weniger... Würde mir nicht reichen. Viele Models steigen ja auch aus und machen was anderes. Ja, okay, die richtigen aber Beruf. Sie starten gut, erst mal aber ist ein Beruf. Das ist ein Beruf. Was ist denn Michaela Schäfers Beruf? Was würden Sie sagen? Was würden Sie eigentlich reinschreiben im Hotel? Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Also ich lese ja über mich auch immer ganz viele Berufsbezeichnungen. Also Model, Glamour-Model, Erotik-Model, Nacktnudistin, Freiheit... Nacktnudistin? Also sehr angezogen dann schon wieder. Ja. Doppelte Verneinung. Nackt-Konzeptkünstlerin. Lese ich auch oft alles Mögliche. Also wirklich, es gibt einen Reality-Star, Trash-Star. Ja. Was schreiben Sie denn rein? Ja gut, auf meiner Website steht Model, DJ, ja, das steht dort. Also ja, aber DJ, stimmt das? Ja, ich lege auch auf. Sicherlich nicht für die, ich sag mal, wirklich berühmten DJs, die lachen da natürlich drüber. Sie müssen ja nicht berühmt sein dafür, aber Sie tun doch was anderes, natürlich, als den Körper herzuzeigen. Ja,
nur Brüste zeigen, das würde auch nicht funktionieren, weil das kann ja wirklich jede Frau. Also ich meine, Brüste zeigen könnten wir jetzt alle. Ja, ups, muss ich sagen, alle ja, der Punkt ist aber, es tut eben keiner. Was machen Sie, also nochmal, was würden Sie sagen, was sind Sie von Beruf? Sind Sie eine... Ich würde sagen, ich habe eine Nische entdeckt, ja, das ist eigentlich Nische eines Erotikmodels. Es gab oder es gibt in Deutschland eigentlich kein, ich sag mal, Anführungsstrichen Model, was ein bisschen sauberes Image hat, was aber auch für Erotikprodukte werben kann. Also ich bin ja wirklich in diesem Metier Erotik, aber drehe keine Pornos. Und viele, sei es jetzt große Erotikportale, Erotikmessen, wollen einfach mit Mädels werben, aber die nicht aus dem Pornobereich kommen. Und da gibt es halt niemand. Ich meine, es werden ganz viele Prominente angefragt, alle sagen, oh mein Gott, Erotik, nein, Dildo in der Hand halten, um Gottes Willen, noch nicht mal das Wort Dildo in den Mund nehmen, ist für viele ein großes Problem. Und ich sage halt, ich habe kein Problem damit, über Sex zu reden und auch meinen Körper zu zeigen, aber lehne ganz klar Pornografie ab. Das ist ganz interessant, diese Widersprüchlichkeit, die es bei Ihnen so gibt. Also auf der einen Seite gibt es da jemanden, den man so aus der Öffentlichkeit kennt, der kein Problem damit hat, sich immer wieder auch dann sehr nackt und freizügig zu präsentieren und zu zeigen. Und auf der anderen Seite das kleine Mädchen, das bei einer alleinerziehenden Mutter in einer sehr, sehr kleinen Wohnung groß wird, das eigentlich sehr zielstrebig so seinen Weg durchs Leben sucht, das auch relativ clever, so habe ich das zumindest gelesen, sein Geld verwaltet, das einen ganz klaren Plan hat, sich eine Wohnung kauft, irgendwo über den Dächern von Berlin, das auch ein bisschen geizig ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Nur ein bisschen. Ich bin extremst geizig. Ganz, ganz doll geizig, ja. Heißt? Also ich schaue im Supermarkt immer auf Preise. Ich bin auch einmal, letztens war das war ganz schlimm, ich wollte Brombeeren kaufen. Und Brombeeren sind ja mal teuer. Ja. Ne? Brombeeren und Himbeeren. Und dann habe ich mich im Preisschild versehen und dachte, sie kosten nur 1,99, die kosten aber 3,49. Und an der Kasse habe ich das dann halt gemerkt. Und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Weil für 3,49 hätte ich die nicht gekauft. War mir aber auch zu peinlich, weil die hinter mir natürlich dann gesagt hätten, ja, Frau Schäfer, Sie haben ja einen Schaden, halten hier die ganze Kasse auf wegen einer Differenz von, weiß ich. Von 2 Euro. Ja, aber das hat mir wehgetan. Also ich denke immer noch daran. Ne? Also, ich halte das nicht für geil, ich halte das für vernünftig. Aber ja. Und ist es wahr, dass Sie im Winter keinen Besuch kriegen, weil die Bude immer so kalt ist? Ja, das stimmt auch. Also ich spare enorm an Heizkosten. Also ich heize nicht und ich gehe auch bei meinem Nachbar baden. Das stimmt wie? Auch. Ich bade dort. Dann bezahlt der das Wasser und den Strom. Ja, aber ja, warum? Weil der Nachbar das möchte oder weil... Nein, also mein Nachbar ist mein bester Freund, den kenne ich seit 12 Jahren. Und er findet es amüsant und der ist sehr verständlich.